Nacht und eine Stille legt sich aufs Land. Nebel verdeckt die Welt, die mir sonst wohl bekannt. Wieder blick ich auf einen Tag zurück und wieder hoff ich auf ein kleines Glück. Was für ein Wahnsinn, dass ich das darf. Tief in der Nacht und alles schweigt im ganzen Land. Lalalala. Blicke auf mich und alles fragt sich ganz gebannt. Lalalala. Was hat sie heute wohl zu wem gesagt? Wen hat sie nach einer Meinung gefragt? Und wer ist grad dort und spricht? Im Transleramt brennt noch Licht. Und wenn die Tage aufgrund einer Lage auch manchmal zu lang sind, das stört mich nicht. Und ist die Lage recht vage, sind alle in Rage. Im Transleramt, da kennt man die Pflicht, denn hier brennt noch Licht. Tief in der Nacht und alles schweigt im ganzen Land. La, 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 la. Sie blicken auf mich und alles fragt sich ganz gebannt. La, 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 la. Was hat sie heute wohl zu wem gesagt? Wen hat sie nach einer Meinung gefragt? Und wer ist grad dort und spricht? Im Transleramt brennt noch Licht. Da brennt noch Licht. Da brennt noch Licht. Hier brennt noch Licht. Herzlich willkommen hier im BKA, im Transleramt, in der Zentrale der Macht. Hier wird Politik gemacht, hier regieren wir in Wirklichkeit Deutschland. Von wegen, das wird da im Spreebogen gemacht. Nein, die wahre Zentrale, die wahre Macht liegt hier mitten im wunderbaren, zauberhaften Kreuzberg. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr wisst ja, ich suche für mein Schattenkabinett wieder ein paar kompetente Gesichter, denn in der Politik gibt es immer regelmäßigen Wechsel und ihr habt heute das große Vergnügen, die große Entscheidungsgewalt. Ihr dürft heute bestimmen, ob wir wieder jemanden zu uns ins Transleramt reinlassen können, ins Schattenkabinett. Ein kurzer Hinweis noch, wir müssen natürlich auch gerade aufgrund der aktuellen Lage ein bisschen Energie sparen. Aus diesem Grunde ist die Heizung hier im BKA-Theater heute ausgeschaltet. Aber wir machen das ganz raffiniert, wir laden uns jeden Abend einfach eine Horde an Menschen ein und die dann mit ihrer eigenen Körperwärme den Laden hier warm machen. Vielen Dank dafür, dass ihr da seid. Schön und gut, dass ihr dafür auch noch Eintritt zahlt. Ansonsten haben wir natürlich auch nur heute jede zweite Lampe an, also wir geben wirklich unser Bestes. Das ist auch sehr, sehr praktisch, weil wenn nur jede zweite Lampe an ist, spare ich mir auch 50% Make-up. Das ist wirklich, also auch ich spare damit wahnsinnig viel Geld. Ja, was meint ihr, wie viel Make-up ich sparen könnte, wenn wir gar kein Licht an hätten? Und das reicht natürlich alles trotzdem immer noch nicht. Deshalb ein kleiner Hinweis natürlich noch an die lieben Leute da zu Hause im Stream, vor YouTube, vor, wo senden wir noch, YouPorn, was auch immer, OnlyFans. Natürlich bitte nicht vergessen, die Online-Tickets zu erwerben, damit morgen hier, wenn auch nur 50%, aber auch morgen immer noch ein paar Lampen angehen und nicht für immer ausbleiben. www.bka-theater.de/ticket. Einfach dort ein Online-Ticket kaufen, gerne auch zwei, weil die meisten von euch sitzen ja zu zweit auf dem Sofa. Ihr könnt auch per PayPal natürlich überweisen, paypal.me/bka-theater. So, das waren, glaube ich, die ersten Geschichten. Wir wollen heute über die ganz großen Themen natürlich sprechen. Die wichtigste Frage überhaupt, warum hatten wir denn eine 5-monatige Sommerpause? Ja,
Wir haben leider im August, glaube ich, war die letzte Ausgabe gewesen, da hätten wir gerne hier auch einen Gast bei uns gehabt, aber die ganzen PolitikerInnen waren alle im Urlaub. Ich nicht. Schade aber auch. Nicht? Aber gut, so ist es halt. In der Zwischenzeit sind jetzt 5 Monate sage und schreibe vergangen oder wie man in England sagt, 2 MonarchInnen oder 3 PremierministerInnen. Da ist ja ordentlich was passiert in der Zwischenzeit. Wir wollen aber vor allem auch über deutsche Themen sprechen. Zum Beispiel natürlich über die große anstehende, ihr habt es alle in den Medien natürlich gelesen, über die große anstehende Insolvenz. Hier nochmal ein herzlicher Gruß an den Schlagerstar Michel. Es tut mir sehr leid für dich. Ich hoffe, du kommst durch. Ansonsten nochmal Galeria Karstadt Kaufhof. Wir gucken mal, wie es da weitergeht. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, als wir diese wunderbare Bewerbung hier bekommen haben. Eine Bewerbung aus der Chefabteilung der Linken. Wir haben sofort angerufen und uns bei Sarah Wagenknecht bedankt. Hat für, ich sag mal, irritierte Rückmeldungen gesorgt. Man hat uns dann gesagt, nein, Frau Wagenknecht ist nicht Parteivorsitzende. Sie ist auch keine Sprecherin. Sie hat gar kein Amt inne. Sie ist eine stinknormale Abgeordnete. Und dann hat man uns an das richtige Büro verwiesen und da ist die Bewerbungsmappe jetzt auch angelangt. Und ich möchte ganz kurz mal aus dem Bewerbungsschreiben vorlesen. Die Person ist 43 Jahre jung, Berliner. Studierte Politikwissenschaft, macht ja dann auch bei dem Job auch Sinn. 10 Jahre lang tätig als Redakteur, ein anständiger Beruf für die Antifa und das neue Deutschland. Das relativiert natürlich alles schon wieder ein bisschen. 2012 in den Parteivorstand der Linken gewählt. Er hat das Europabüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel geleitet. Ab 2019 ging es dann auch ins Europaparlament. Ich glaube, da verdient man einfach auch mehr Geld. Das werden wir gleich mal fragen, wie viel es da so gibt. 2019 wurde er dort auch noch Fraktionschef der europäischen Linken, also von allen dort. Und 2022 ist er nun auch Vorsitzender der Linken geworden. Die Schwulen himmeln ihn an, die Lesben stehlen heimlich seinen Look und eine Drag Queen wird ihn heute in den Schwitzkasten nehmen. Hier ist Martin Schirdewan. Hallo. Wir haben uns schon Hallo gesagt. Ja. So. Martin, schön, dass du da bist. Du hast da schon was vorbereitet. Ja. Pass auf, lass uns das gleich machen. Ja. Stell das schon mal in Ruhe ab hier. Es kommt ja nicht weg. Du kannst der ersten Reihe hier vertrauen. Die sehen alle doch weitestgehend sehr vertrauenswürdig aus. Wir haben ein wunderbares Koordinatensystem. Häng dich doch mal. Ich hoffe, das bist du. Ja, ich dachte, ich hätte es mit Judith Butler verwechselt gerade. Das passt sehr gut. Ja, hätte auch sein können. Stimmt, ja. Das dann. Wo bist du eher so konservativ eingerichtet oder eher so progressiv? Bist du eher heteronormativ veranlagt oder eher sehr queer oder machst du es wie Franziska Giffey und knallst alles weg? ich war sehr irritiert. Das ist. Ich würde mich schon sehr weit da drüben, also progressiv selbst verorten und ja. Ansonsten gucken wir mal, wie der Abend läuft und dann setze ich mich auch hierher. Ja? Machen wir das. Wie der Abend läuft? Na, mit dir, ist doch schön hier zu sein. Ich freue mich total über die Einladung. Ich bin auch froh, dass es dann ans richtige Büro gegangen ist und nicht bei Sarah Wagenknecht gesagt ist im Mailfach und dann kann ich ja heute schön mit dir hier diskutieren. Aber du weißt schon, dass das ein Bewerbungsgespräch heute ist und jetzt schon mit so sexuellen Avancen anfangen, ist natürlich... Das hast du nicht verstanden. Ich dachte jetzt mehr im Hinblick auf unsere zukünftige politische Zusammenarbeit, wie das heute läuft. Ja, natürlich. Und davon ist deine sexuelle Identität abhängig. Das finde ich spannend. Okay, nein, gut. Gar nicht. Das verwechselst du. Mein Normenkostüm, mein Normenkorsett ist ja da sozusagen nicht nur auf mich selbst bezogen, sondern auch auf die Toleranz, mit der ich der Gesellschaft gegenübertrete und den Menschen, die in der Gesellschaft leben. Und deswegen habe ich mich da sozusagen verortet. Ich war schon sehr, sehr gespannt, wie du diese Frage charmant komplett umgehst, ohne sie zu beantworten. Du hast es erfolgreich geschafft, aber ich werde nochmal nachhaken, dass, je nachdem, wie der Abend halt so läuft. Ich richte schon mal meine Perlenkette hier ein bisschen... Mit denen kann man auch schöne Sachen machen, sage ich dir. Schöne Sachen, wo ich die schon überall rumgebunden habe. Was möchtest du trinken? Mach mich nicht neugierig. Milch und Zucker ist ja schon da. Ja.
Am liebsten, to be honest, soll es ein Tee sein. Ja. Super, haben wir verschiedene Sorten da, was anderes gibt es hier auch nicht. Möchtest du einen Prince of Wales, einen Earl Grey, einen Lady Grey, einen, einen Darjeeling pur, einen Früchtetee, einen Rooibos-Tee? Ich sage ja immer, am Geschmack des Tees erkennt man den Charakter eines Menschen. Ich hätte gern einen Earl Grey. Earl Grey? Ja. So, was sagt dir das? Dass du ziemlich ideenlos bist. Das ist so, wer sich nicht traut, Früchtetee zu trinken, der trinkt einen Earl Grey. Aber es ist so, es ist in Ordnung. Guck mal, ich entscheide mich heute zum Beispiel mal ganz knallhart für einen puren Darjeeling und gebe den ganz heißen Tipp für alle Leute, die mit Tee anfangen wollen, fangt lieber erstmal mit einem Assam an oder... aber nicht mit einem, mit einem Darjeeling, das ist ein bisschen zu leicht. Aber lass diesen Tee nur 2 Minuten ziehen. Ich finde, wenn man ihn länger ziehen lässt, dann wird er ja so bitter auch. Ne? Du trinkst ja auch sehr viel Tee, was sagst du dazu? Ja, ich trinke eigentlich weniger Tee tatsächlich. Und in der Regel mag ich ihn heiß und so, dass er mich wach macht. Weil ich brauche immer irgendwie so einen Kick aus dem Getränk, weißt du? Was und trinkst du denn sonst immer so? Kaffee eigentlich. Kaffee? Ich bin totaler Kaffeetrinker. Okay. Ja, ja. Aber heute habe ich schon so viel getrunken, dass jetzt Tee total fein ist. So, bitteschön, ja, da ist dein Tee. Ich habe auch schon mal, damit der Geschmack besser wird, das Etikett mit ins Wasser reingeworfen. Das ist gut. Das gibt ihm auch noch ein bisschen Farbe. Und für die ja, Farbe sowieso. Wo kommst du denn gerade her? Ich komme gerade aus dem Büro im Karl-Liebknecht-Haus. Mhm. Und da haben wir uns auch einen besonderen Scherz einfallen lassen, das ist so Bürohumor. Wehe, wenn du dich nicht freust über dieses Geschenk, was ich dir mitgebracht habe. Bürohumor, das heißt, ich kriege jetzt so einen wunderbaren genau. Aufkleber, wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilung leiten. Genau. Nein, wenn man zu lange im Büro miteinander sitzt, dann entwickelt man ja so eine bestimmte Dynamik in der Kommunikation miteinander. Ich gehe davon aus, dass wir das in den jetzt vor uns liegenden 2 Stunden auch schaffen, dass man sich dann blind versteht praktisch, ja, so auf Zuruf einfach so Sachen macht. Guck mal, wir brauchen was Witziges. Ja. Und dann wurde mir sozusagen für heute Abend, und dann wurde mir diese Tüte mitgegeben, auf der steht tatsächlich drauf, wehe, wenn du dich nicht freust. Also deswegen, das war jetzt nicht ausgedacht an der Stelle. Und das ist für dich in schwierigen Zeiten, ihr müsst ja sparen beim Heizen, habe ich gehört, in ja. der Moderation. Ja. Keine Heizung, nix, ist ja fürchterlich, vor allem für die Gäste. Und ja. Damit es dir in diesem Sommer nicht so ergeht und du frieren musst, haben wir, also... Darf ich jetzt endlich auspacken? Ja, oder? Ich habe lange überlegt, was gut ist, was für außen und was von innen wärmt. Was von außen wärmt, ich bin wieder. Schon sehr, sehr, sehr gespannt. Mein Mann hat mir gesagt, wenn du wieder eine Mütze... Oh, rote Socken. Oh, rote Socken, lustig. Das ist schön zu Weihnachten, das ist so süß. Die kann man wunderbar an den Kamin ranpacken. Genau. Ich habe keinen Kamin. Wie gesagt, anziehen. Ne? Anziehen. Ich wollte eigentlich auch das... Ja, anziehen, ja, können wir gerne machen. Kleine Challenge. So, über die Hand einfach mal rüber und dann guck mal. Hallo. Aber vor allen Dingen ist das mit so, was ist denn das mit so Glitzersteinchen? Ach nee, das sind keine Glitzersteinchen, das sind Gumminoppen. Sehr süß. Das ist mal ein sinnvolles Geschenk, ne? Ist auch genau meine Farbe, rot. Ist ja auch deine Farbe offensichtlich. Ja, genau. Du träumst von einer rot-schwarzen Koalition, wenn ich das richtig sehe. Ich dachte, wir wollen gleich über die Farbe, ja. Lass ich mal stehen. Kannst du sowas vorstellen? So ein paar schwarze Schafe gibt es. Oh, Glühwein. Ihr kennt mich gut in der Abteilung bei euch. Siehst du, genau. Ja. Dann war die Wahl zwischen einem Rosé-Sekt oder dem Glühwein. Und ich dachte, ach Mensch. Ja, dachte, das ist besser. Guck, und eine völlig neutrale Tasse. So, super. Also die Tasse ist sensationell, aus der kann ich trinken. Den Glühwein schenke ich meinem Mann, weil ich selber trinke ja keinen Alkohol. Deswegen, ich finde es immer toll, weil so Leute so mitschenken. Und wir verraten es den Leuten allerdings vorher nicht, weil wir lassen sie natürlich sehr, sehr gerne hier vor laufender Kamera und dem Publikum einfach in aller Öffentlichkeit gnadenlos auflaufen. Löst sich dein Teebeutel auch auf? Da? Weil also, mir ist das auch passiert. Nee, der Teebeutel nicht, aber es schält es halt ab. Aber okay. Jetzt wollen wir mal ganz kurz testen. Wie schmeckt dein Tee? Ich habe ihn noch nicht probiert. Du musst ihn natürlich jetzt trinken. Wollte ich auf dich warten jetzt. Hm. Deine enthusiastische Reaktion auf das Geschenk abwarten und dann mal probieren. Freut mich riesig. Nein, wirklich. Also ist wirklich, also wirklich, was soll ich sagen? Die Socken sind sensationell. Also, Tassen finde ich super und via Glühwein, also kann ich meinen Mann mit abfüllen.
Der freut sich dann auch, ist in Ordnung. Nein. Was haben wir denn alles gemacht genau? Ja, ich habe ein paar Fragen für dich, für das erstmal, wie so ein Bewerbungsgespräch normalerweise auch wirklich anfängt. Was machst du aktuell gerade beruflich? Ich versuche, ein nicht ganz so derzeit flottes Schiff wieder richtig fahr- und segeltüchtig zu machen und zu neuen Gestaden zu führen. Das ist mein Job. Ach, ja. Machst du gerade LNG-Tankerflott? Oder? Ja, unter anderem denke ich tatsächlich auch über die Energiewende nach. Ich weiß aber nicht, ob LNG-Gas dazugehört an der Stelle. Okay, also beruflich genau als was? Kapitän auf einem Schiff, politischer Kapitän auf einem Schiff, das ein bisschen leckgeschlagen ist, aber wir haben so viele tolle Leute an Bord, die das Wasser schöpfen helfen und so weiter. Das die nächste Frage kann ich selbst beantworten, besondere Kompetenzen, Ausreden. So. Nein, das war eine metaphorische Sprache. Ist das. Also wir müssen auch ein bisschen inhaltlich werden, ne? Ich sag's nur so. Welche drei positiven Charaktereigenschaften fehlen dir? Auf den Punkt kommen haben wir schon. Auf den Punkt kommen, genau, richtig. Das ist übrigens eine sehr hilfreiche Eigenschaft bei Pressekonferenzen und so, manchmal zum Beispiel, oder auch in politischen Gesprächen, dass man sehr genau auf das Thema fokussiert und dann trotzdem knapp vorbeiredet manchmal. Das hilft gut, aber das ist eine Eigenschaft, die ich ganz gut beherrsche an der Stelle. Andererseits rede ich zu lang, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das eine Charaktereigenschaft ist. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Das ist eine Frage der Zeit. Wir haben ein sehr junges Publikum hier, die gehen alle heute noch als Rentnerinnen nach Hause. Wenn du so weißt, noch. Und ansonsten, glaube ich, kann ich manchmal, ich vergesse nicht so schnell, weißt du? Nachtragend. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ist es aber. Thema zu und dann knapp daneben. Ja, man nennt das Nachtragen. Ja, also dann habe ich, schon was gelernt. Nein, nachtragend bin ich nicht. Ja, ich vergesse nicht so schnell. Ja. Nachtragend. So, und die dritte positive Eigenschaft, also nachtragend ist demnach eine positive Eigenschaft, fehlt. Das hast du ja. Alles klar, und die dritte positive Eigenschaft, die dir fehlt, ist? Positive Eigenschaft, ja, die mir fehlt. Eine positive, die dir fehlt, das war die ganze Frage. Ach so. Ja, alles klar. Nee, warte. Von vorne anfangen. Das ist schwierig, weil wir werden immer so viele Sachen positiv zugeschrieben. Muss ich mal überlegen, was mir da wirklich fehlt. Wie wär's mit Bescheidenheit? Ja. Vorschlag. Weißt du. Vorschlag an der Stelle. Normalerweise sagt man jetzt, ich kann so schlecht Nein sagen oder so. Weißt du? Oh, ja. Alles klar. So, das haben wir. Was hast du denn für Gehaltsvorstellungen hier, wenn du bei uns im Schattenkabinett anfängst? Ich finde, ehrlich gesagt, ist das ein Hauptberuf oder ein Nebenberuf? Das war nicht so deutlich in der Ausschreibung, auf die ich mich beworben habe. Also mache ich das ehrenamtlich bei dir im Kabinett? Nee, du machst das schon vollberuflich. Ich mache das vollberuflich. Ja. Also Politik als Beruf an der Stelle? Ja, Politik als Beruf bei mir als Schattenkabinettsministerin. Finde ich gut. Also ich verdiene ja im Moment in der Politik auch schon gar nicht so schlecht sozusagen im Vergleich zu anderen Menschen, aber ich spende viel und ich hätte gern so viel, dass ich weiter gut spenden kann. Was kriegst du? Du bist ja Abgeordneter im Europaparlament. Was verdient man da so im Monat? Das sind derzeit, ich glaube, 8.900 Euro brutto oder so. Du weißt das nicht mal genau, ne? Das heißt also so mit anderen Worten, du weißt, jeden ersten kommt da oder jeden 15. Nee, das wird doppelt versteuert dann, also einmal in Belgien und dann nochmal in Deutschland, dann bleibt da entsprechend weniger übrig. So. Aber es ist, wie gesagt, Politik als Beruf, als Abgeordneter im EP verdient man gutes Geld, klar. Also ja. Das ist einfach so. Alles klar, okay. Ja. Lass uns kurz über deinen Lebenslauf sprechen. Du bist geboren 1975 in... Du warst so charmant vorhin. Du hast mich jünger gemacht, als ich bin. Nein, echt? Ja. Du bist 48 schon. Nein, 47. Ja. Was habe ich denn gesagt? 43. Ach echt, habe ich 43? Das war total schmeichelnd. Habe ich sehr unglaublich. Ja, du siehst aus wie 43, bist aber 47, 75 in Berlin geboren. Ja. Und du bist der Enkel von Karl Schirdewan. Mhm. Lass mal ganz kurz, wir haben ein Bild von Karl Schirdewan da. So sah der Schirdewan. Nein, das ist ein Getränk. Das muss ein Familienzweig sein, der mit meinem nichts zu tun hat. Nichts, ja. Nein, aber mein Bruder hat mir tatsächlich mal ein Plakat geschenkt von dieser Schnapsfirma, weil das witzig ist auch in der Familie, weil immer alle denken, wir kämen aus einer Schnapsdynastie. Das stimmt aber überhaupt nicht. Nein.
mit Schnaps herzlich wenig zu tun. Ich zumindest kann das für mich sagen. Ich weiß nicht, ob das auch für meinen Bruder gilt an der Stelle. Okay, naja. Dein Opa war, also Karl Schürde war, und der war faktisch eigentlich nach Walter Ulbricht, war der die Nummer zwei damals in der DDR. Hat allerdings zwei negative Eigenschaften gehabt. Erstens, er fand Stalin doof, und zweitens, er fand ein vereintes Deutschland toll. Und dann wurde er von Ulbricht und Honecker beides ja eigentlich, beides auch in der Retrospektive immer noch ganz gut und positive Eigenschaften. Mhm. Guck mal, der hat welche, ja. Der hat du hast mich ja nicht nach meinen positiven Eigenschaften gefragt, ja, an der Stelle. Ich habe die im Übrigen auch, ich finde Stalin auch doof und glaube tatsächlich, dass es richtig war zu der Zeit, auch zu der Zeit und auch jetzt, dass wir in einem vereinten Deutschland leben oder sich damals dafür einzusetzen. Dein Großvater ist ja damals von Ulbricht und Honecker wirklich kaltgestellt worden für den Rest der Existenz der DDR, also bis 89 eigentlich. Er hat die Wende miterlebt auch noch. Ich glaube, er ist Ende der 90er Jahre verstorben. Ja, aber was macht das denn mit einem Enkel, wenn man weiß, dass der Großvater eigentlich ein ganz großer in der DDR war, der Name auch wirklich bekannt ist, vielen Leuten was sagt? Macht das was? Kommen Freunde, sind Freunde auf dich zugekommen, irgendwie KlassenkameradInnen, die dich gefragt haben, die neugierig waren, oder war das ein verschwiegenes Thema? In der DDR tatsächlich eher nicht, als ich da zur Schule ging. Das war schon eher so ein Teil vergessener Geschichte. Also die DDR-Geschichtsschreibung hat sich nicht positiv auf meinen Großvater bezogen. Ganz im Gegenteil, der fand da gar nicht statt. Deswegen wussten auch meine Klassenkameradinnen und Kameraden nicht, dass mein Großvater mal eine Rolle in der DDR politisch gespielt hat. Das gab es eher in der älteren Generation natürlich, Leute, die sich an den Namen erinnern konnten. Jetzt hat mich gestern auf der Straße erst wieder jemand angesprochen, hat gesagt, bist du das sozusagen? Also meinte er aber mich. Wer bist du? Ja, nein, nicht wer bist du, sondern bist du das? Und ja, ich bin das und so. Und dann hat er sich gefreut, weil sonst kenne ich dich ja nur aus dem Fernsehen und bla bla. Und so, dann haben wir miteinander geredet. Und dann meinte er, und sag mal, bist du auch verwandt mit dem Karl Schürdewan? Also so ältere Menschen erinnern sich schon auch noch an den Namen. Aber meine Generation in der DDR konnte damit überhaupt gar nichts anfangen. Komplimente sehen anders aus. Du hast doch recherchieren lassen. Es spricht für dein Team. Das ist gut. Nein, nein, nein. Ich habe auch ein bisschen, also das ein oder andere Buch habe ich schon mal selber in die Hand genommen. Und alles, was da so im Klappentext draufsteht, lese ich auch manchmal. Also, 2001 hast du angefangen, also richtig echte Arbeit zu machen, redaktionelle Arbeit, journalistische Arbeit. Wie gesagt, über diese Medien sprechen wir vielleicht noch. Was hast du eigentlich davor gemacht? Ich meine, du warst da schon 25 Jahre jung, 26 gegebenenfalls schon. Warst du vorher schon politisch irgendwie aktiv? Hast du was getan? Ja, habe ich, aber da habe ich studiert zu der Zeit, aber ich bin natürlich unter anderem, ich habe bei meinen Großeltern gelebt, also viel Zeit meines Lebens dort verbracht, auch als Kind da aufgewachsen und bin dadurch natürlich auch politisiert worden in den Gesprächen mit beiden, also will ich explizit sagen, also sowohl mit meiner Großmutter als auch mit meinem Großvater, aber zur Wendezeit war ich 14, das war für mich ein total einschneidendes, wirklich Erlebnis in dem Sinne zu sehen, wie eine Gesellschaft untergeht, wie sich alles kopfüber stülpt, und bin dadurch total politisiert worden und bin dann relativ schnell so in die Antifa-Bewegung oder Szene auch gerutscht, weil das ja Anfang der 90er Jahre gerade im Osten Deutschlands ein total brennendes, akutes Thema war. Wir erinnern uns jetzt, Rostock hatte Lichtenhagen gerade 30. Jahrestag vor ein paar Wochen und so. Also das war so meine Politisierung. Ich finde aber auch die Formulierung brennendes Thema und dann nicht Rostock-Lichtenhagen ist schon, also du hast schon ein Talent, wie gesagt, mit Sprache wirklich sehr feinfühlig umzugehen. Pointiert, genau. Sehr pointiert auf jeden Fall. Ja, was, genau. Ganz kurz, die Meinungsstark nennt man das. Meinungsstark, genau. Ja. Was hat das für einen Einfluss auf dich gehabt? Wie hast du diese Wende eigentlich wahrgenommen? War das für dich ein geiler Moment, wo du dachtest, ja, das ist eigentlich super jetzt? Oder war es um Gottes Willen, der Sozialismus geht uns gerade flöten? Nee, also mit 14 habe ich nicht gedacht, oh Gott, jetzt geht uns der Sozialismus flöten. Ich habe das schon auch in dem Moment tatsächlich als einerseits einen Befreiungsmoment erlebt und andererseits aber als eine Unsicherheit. Mhm. Und wenn ich mir meinen Freundeskreis von damals ansehe, da sind viele Leute tatsächlich auch einfach, irgendwie, die haben richtig gestruggelt hinterher. Ne? Also sie mussten irgendwie ihren Weg durchs Leben suchen und es fiel ihnen schwer, den dann auch zu finden. Die meisten haben es dann geschafft. Manche
eher schlecht als recht, aber das war, glaube ich, so ein Ergebnis dieses kompletten Umbrechens, dieser Unsicherheit und auch des eigentlich Verlorengehens von Stabilität sozusagen. Okay. Ja. Wir machen jetzt ein kleines Spielchen, und zwar ist das die Schnellfragerunde. Mhm. Ich nenne dir teilweise nur Stichpunkte, stellenweise musst du Sätze beenden oder auch kurze Fragen, ja, und du musst ganz schnell darauf antworten, gar nicht groß nachdenken, bist du ja gewohnt. Also einfach gleich raushauen, was dir gerade in den Sinn kommt. Naja, ist doch so bei PolitikerInnen, wenn man so bei vielen Leuten so zuhört, ganz ehrlich, Friedrich Merz, ich glaube nicht, dass der nachdenkt, was der sagt. So, wir fangen mal an. Dalli, Lieblingsfarbe ist? Rot. Ganz kurz, dazu haben wir einen Countdown, liebe Technik. Das war zu schnell. Ah, es geht los. Also, ganz kurz, Lieblingsfarbe ist? Rot. Lieblingshaustier oder Lieblingstier? Ein Hund. Lieblingsband? Slipknot Mods. Lieblingslied? Im Moment von Emil and the Sniffers, Don't Fence Me In. Lieblingsessen? Ich mag Döner. Zum Frühstück gibt es bei mir? Kaffee. Das Buch, das ich aktuell lese, heißt? Das ist von Serhii Zadan, einem ukrainischen Schriftsteller. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es spielt im Bürgerkrieg in der Ukraine. Mein letzter Urlaub ging nach? Der ging nach Sachsen-Anhalt. Privat fahre ich welches Auto? Gar keins. Meine Lieblingsserie heißt? Mad Men. Mein aktueller Kontostand ist? Okay. Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaviar oder Austern? Weder noch. Kiffen oder Koksen? Weder noch. Ach komm. Wir reden hier von Politikern. Die einzige Partei, die auf diese Frage nicht mit dem einen von beiden antworten kann, ist die FDP. FDP, weil die machen beides. Sport oder Chips? Dann lieber Sport. BVG oder Radfahren? BVG. Prada oder Kick? Autsch. Irgendwas in between, würde ich sagen. C&A? Karstadt? Komm, Karstadt. G-Star. Ja, okay, gut, alles klar. Zehlendorf oder Marzahn? Dann echt ehrlich Marzahn, finde ich dann. Das letzte Mal mit einem Mann geschlafen habe ich? Das ist eine Frage der... Das war nicht... kann ich mich nicht entsinnen. Das letzte Mal mit einer Frau geschlafen habe ich? Ach, das war... Weiß ich nicht, vor ein paar Tagen. Also, den letzten Filmriss hatte ich, als ich mit einer Frau geschlafen habe. Als im Kino das Band gerissen ist oder so. Du weißt, was kann ich doch, das habe ich doch nicht. Hast du noch nie so stark gesoffen, dass du keinen Filmriss hattest? Ach so, du meinst, ach doch, ganz früher meinst du, oder? Naja, den letzten halt. Ja, na, das ist, das, ach so, da kann ich mich doch nicht dran erinnern, weil es ein Filmriss ist. Es sind keine Erinnerungslücken. Es ist einfach, es war ein Filmriss. Halloween bedeutet für mich? Oh, ey, Tür zu, Licht aus und... So tun, als wäre man nicht zu Hause. Exakt. Ja, kenne ich. Ja. Zu Weihnachten verschenke ich? Nein, eigentlich keine Socken. Keine Socken. In der Regel tatsächlich Bücher, die ich mag, eine gute Flasche Wein für meine Mutter und so irgendwie so nettes Zeug. Eigentlich. Für deine Mutter. Schade, zwei Fragen hätten wir noch gehabt. Du hast es nicht in der Zeit geschafft. Schade. Aber trotzdem sehr schön, dass du mitgemacht hast. So, wir kommen jetzt zum ersten großen, knallharten Thema. Die Linke in Deutschland. Wir müssen mal ganz kurz über die Linke in Deutschland... Unangenehmes Thema, oder? Nee, ich freue mich. Ich freue mich. Ich frage mich, weil ich gerade, Das war Juhu, war das. Nein, ich sag mal so, bei den aktuellen bisschen verklemmtes Juhu. Wahlergebnissen könnte ich verstehen, wenn es ein unangenehmes Thema ist. Ihr habt bei der letzten Bundestagswahl die 5%-Hürde gerissen und zwar nach unten durchgeschlagen. Ah, das erste Mal. Ja. Ihr wart sonst immer bei 10%, so plus minus. Dann haben wir einen MeToo-Skandal gerade in der Linkspartei und eine Abgeordnete aus NRW dreht gerade völlig frei und ihr habt 15% der Mitglieder gerade verloren. Das ist so der aktuelle Stand der Linken. Jetzt kommt der Martin. Mhm. Der Kapitän sozusagen. Der Kapitän. Kommt hast wieder zu dem Bild. Ja. Jetzt kommt der Mansplainer. So, also. ist keine schlechte Eigenschaft. Aber mehr mache ich nicht. Ja. Erzähl mir, wie kommt das in so einer selbsternannten feministischen Partei eigentlich an, wenn da jetzt so ein
alter, weißer Cis-Mann, also ich darf das sagen, weil ich bin auch alt. Und wie kommt das in der Partei an? Ach, erstmal, glaube ich, mit viel Optimismus und Hoffnung versehen, tatsächlich, weil wir tatsächlich durch eine schwierige Zeit gehen und weil der Parteitag, auf dem ich gewählt wurde, ein ziemlich starkes und hoffnungsvolles Signal gesetzt hat und wir gesendet hat. Und ich mache das ja nicht allein, also ich mache das ja mit Janine Wissler zusammen und wir sind ein richtig gutes Team. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Also wir aktuell gerade war die Linke halt unter 5%. Das war wirklich ein absoluter Absturz eigentlich für die Linkspartei. Ne? Mhm. Wie bitter war das für dich, als das Wahlergebnis, als der Balken da eben nicht hochschoss? Super bitter. Das ist echt ein schmerzhafter Moment gewesen, weil damit einfach eine wirkliche Krisensituation verdeutlicht wird und auch verdeutlicht wird, dass Wählerinnen und Wähler leider Vertrauen in die Partei verloren haben, was es gilt, wieder zu gewinnen, ne? Wieder zu erarbeiten. Warum? Warum haben die euch nicht gewählt? Ja, die Krisensituation hat Ursachen, die sich ja in der Vergangenheit angedeutet haben schon, die aus einer uneinheitlichen Kommunikation, auch mit Streit verbunden in der Öffentlichkeit, verbunden waren. Wir haben dadurch unsere gesellschaftliche Funktion nicht genau definieren können. Wir konnten nicht richtig klar machen, wofür wir stehen. Und das sind, glaube ich, wirklich Aufgaben, an denen wir arbeiten müssen, also grundsätzlich arbeiten müssen. Streit überwinden, Klarheit in der Funktion, in der gesellschaftlichen Funktion und auch in der inhaltlichen Schwerpunktsetzung wiederfinden. Wir hatten, also jetzt gibt es ja so Vorwürfe, dass es innerhalb der Partei so eine selbstzerstörerische Streitkultur gäbe und dass eine mediale Denunziation, eine öffentliche Verurteilung stattfinden würde. Hast du die alle angegriffen oder woher kommt das? Also wo kommt ist das? Nicht mein, ist gar nicht mein Stil, irgendjemand in der Öffentlichkeit, also das vielleicht wichtig für dich zu wissen, auch in deiner Richtlinienkompetenz und so weiter als Translerin. Aber ist überhaupt gar nicht... Komm, du wusstest bis vor ein paar Wochen gar nicht, was Richtlinienkompetenz ist. Das wusste kaum einer. Ich wusste, Kompetenz fand ich immer gut in Salt Lake Zicky und so. Aber das ist tatsächlich an der Stelle... Ja, du hast recht. Die Situation ist kompliziert und wir schaffen das. Der Satz ist auch, ich sag mal, jetzt mittlerweile, er gehört zu den historischen, geschichtlichen Sätzen. Den zu äußern ist schon, ist gewagt. Du hast mich ja schon nach historischen Referenzen gefragt. Ja, ja. Und ich versuche noch ein paar einzubauen heute. Das wird heute noch ganz groß, ich merke das schon. Wenn es jetzt demnächst dann morgen in der Bild schon heißt, Schürdewan zitiert Merkel. Finde ich interessant. Warte mal, darf ich kurz rein? Ja, aber natürlich doch. Du bist ja hier, um zu reden. Warte mal, eine ganz tolle Situation mit Angela Merkel. Und zwar im Parlament, da hat sie die europäische Ratspräsidentschaft inne gehabt. Und sie saß ungefähr so weit entfernt von mir wie du, weil ich sitze als Chef der kleinsten Fraktion ganz am Rand. Und daneben sitzt nochmal der Rat, also die Ratspräsidentschaft. Und da saß sie. Und sie hat eine Rede gehalten, so eine Angela-Merkel-Rede, und die war okay. Und dann habe ich sozusagen eine flammende Rede gehalten und sie hat niemand zugehört. Sie hat niemand zugehört an dem ganzen Tag. Und dann bei meiner Rede konnte sie nicht umhin, weil ich direkt neben ihr war und mich so aufgeregt habe und so weiter, dass sie mir die ganze Zeit zugehört hat. Fand ich toll. Deswegen, seitdem sage ich immer, wir schaffen das. Hat sie denn danach noch irgendwas zu dir gesagt? Sie hat dann wieder auf ihr Papier geguckt und hat so wahrscheinlich abgekreuzt, so Schürdewan, und dann weiß ich nicht, was sie dahinter geschrieben hat. Schürdewan einmal abholen lassen. Könnte politisch gefährlich werden. Wie Horst Seehofer. So, also. Du hast bei dem Parteitag, als du zum Vorsitzenden der Bundespartei gewählt worden bist, doppelt so viele Stimmen bekommen wie dein Gegenkandidat Sören Pellmann. Das muss man auch dazu sagen, das war ein Gegenkandidat, von dem man sagt, dass der sei von Frau Wagenknecht eigentlich ins Rennen geschickt worden. Am selben Tag hat sie dann noch getweetet, jetzt über deinen, ich sag mal, deinen Gewinn, deinen Sieg, wie sagt man da, über die Wahl von dir. Jetzt haben wir zwei Leute an der Spitze, die beide für harte Wahlniederlagen stehen. Wie eine Partei, die bei 4% steht, mit dieser Aufstellung wieder auf die Beine kommen will, ist mir ein Rätsel. Kleiner Hinweis dazu, Frau Wagenknecht hatte kurz zuvor 2% in NRW eingeholt, aber das hat sie weggelassen als Information. Glückwünsche sehen anders aus, würde ich jetzt mal sagen. Was,
da hast du recht. Glückwünsche sehen anders aus. Und es ist halt, ist ein Teil der Problembeschreibung, die sie da vorgenommen hat, würde ich sagen. Ist sie ein Teil der Problembeschreibung oder ist sie ein Teil? Das Handeln ist sozusagen ein Teil der Problembeschreibung. Aber wie kann es denn sein, dass eine Wagenknecht als einfaches Mitglied ohne Amt und Co. So einen Tweet ablässt und so eine Reaktion darauf hervorruft? Darf in der Linkspartei nur jemand irgendwie Parteivorsitzender werden unter ihrer Gnaden? Oder wie funktioniert das? Nein, gar nicht. Der Parteitag hat ja, wie gesagt, er hat ja mit großer Mehrheit mir das Vertrauen ausgesprochen. Auch Janine mit großer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Da gibt es auch eine klare Entscheidung. Und das ist halt... Wie bezeichnet man das als, weiß ich nicht, Nachtreten? Ein bisschen stilloses Nachtreten? So, lassen wir es einfach so stehen. Also innerhalb der Partei ist ja so ein kleiner Triggerpunkt. Ich glaube, das kann man durchaus sagen. Trotzdem gilt sie witzigerweise deutschlandweit. Ich war auch irritiert, als eine der beliebtesten Politikerinnen nach Annalena Baerbock. Einer Umfrage von INSA würden 30% der Bevölkerung es in Betracht beziehen, eine Sarah Wagenknecht-Partei zu wählen, den Namen dafür haben wir schon, heißt Aufstehen. Wäre das eine Lösung, wenn sie ihre eigene Partei gründet, oder wäre das die totale Katastrophe? Naja, ich finde, das natürlich, also es muss ja eine große Toleranz in der Partei geben für Positionen. Das ist auch okay. Also ich würde immer verteidigen, dass jemand Unsinn erzählen kann, solange es, ich sag mal, kein faschistischer Kram ist oder so, dann kann der Mensch halt erzählen, was er oder sie will irgendwie. Und das ist irgendwie okay in einer Partei. Das ist kein Grund, dass sich Wege trennen müssen. Was für mich ein Trenngrund ist und was für mich tatsächlich außerhalb dessen liegt, was erlaubt ist, ist, wenn praktisch, das nennt sich parteischädigendes Verhalten, ausgeübt wird. Und da muss ich als Parteivorsitzender natürlich auch drauf gucken und achten. Und das passiert zum Beispiel dann, wenn Pläne für eine Parteigründung sich konkretisierten oder so. Das wäre parteischädigend. Und dann, glaube ich, ist auch der Moment gekommen, wo man einfach auseinandergehen muss. Ne? So ein Tweet wäre es nicht für dich parteischädigend. Ach, so ein Tweet ist halt übles, blödes Nachtreten. Also das muss man auch so einordnen. Okay, also das heißt, sobald sie eine Partei gründen würde, dann würde sie aber auch rausfliegen. Also kleiner Hinweis nochmal, wenn sie eine Partei gründen würde, dann hätte sie ja schon eine neue politische Heimat. Das ist jetzt ja irgendwie dann auch, weil dann würde sie ja eh rausgehen. Naja, die Schritte dahin und so weiter, wie gesagt, parteischädigungsverhalten, demokratisch, die Hürden für einen Parteiausschluss sind in Deutschland berechtigterweise total hoch. So, ne? Also berechtigterweise, finde ich. Weil so eine Partei natürlich auch Meinungsspektrum irgendwie repräsentieren muss. Und da gibt es Unterschiede in der Form, wie man sich politisch äußert. Also ich meine, vieles an Form finde ich nicht okay, Inhalte sind unterschiedlich und so. Aber das ist halt, die Hürde ist eigentlich der Bruch, so, ne? Also der Parteibruch. So, das ist so festgelegt. Also Inhalte, da können wir auch nochmal über diverse Positionen nochmal sprechen. Wir machen einen kleinen Sprung jetzt mal so ein bisschen. Die Linke ist ja im Endeffekt so ein bisschen wie das deutsche House of Cards. Das ist eine US-Serie, apropos Kevin Spacey, hat auch einen eigenen MeToo-Skandal in Rheinland-Pfalz. Interessanterweise, also ein MeToo-Skandal, bei dem die Co-Vorsitzende von dir so, ich sag mal, indirekt mit verwoben ist und zurücktrat allerdings eine andere ausgerechnet. Deine Co-Vorsitzende hält sich extrem bedeckt dazu. Was sagst du dazu? Nein, sie hat sich dazu erklärt. Und also, ich meine, sie ist die Betrogene in einer solchen Geschichte gewesen, also tatsächlich eine betrogene Frau. Sie hat sich dazu erklärt, dieser MeToo-Skandal ist totale Scheiße, ehrlich gesagt, für die Partei. Da sind einfach Dinge passiert, die nicht passieren sollten. So, das muss man ganz klar sagen. Der Parteitag hat uns einen Auftrag gegeben, wie wir damit umzugehen haben, welche Strukturen wir zu schaffen haben, dass wir natürlich eine andere Kultur schaffen müssen. So, das ist alles selbstverständlich und wir sind unserem Anspruch als feministische Partei an der Stelle nicht gerecht geworden. Ja, also in einigen Momenten ist es zu Übergriffen gekommen oder, also ich sag mal, Verletzungen und so weiter und so fort. Das darf nicht sein. Dafür ist kein Platz in einer feministischen, sozialistischen Partei und daran müssen wir arbeiten. Haben wir abgehakt damit. Wir wechseln das Thema mal. Jetzt geht es zur Richtung, es wird nicht unbedingt schöner. Queerfeindliche Gewalt hat sich jetzt als Beispiel in Berlin innerhalb der letzten 4 Jahren verdoppelt. Die Linke gibt sich eigentlich als eine total queerfreundliche Partei aus und trotzdem kommen dann so Schlagworte wie skurrile Minderheit.
da von der Linkspartei irgendwie dann so an die Öffentlichkeit rausgeschlagen irgendwie. Da fühlt sich die LGBTIQ-Plus-Community, das war dieser Buchstabensalat, fühlt sich dann nicht sonderlich positiv aufgehoben. Könnte das zum Beispiel auch ein Punkt sein, weshalb man vielleicht nicht mehr so ganz die 5%-Hürde geschafft hat? Das ist sicherlich auch ein Punkt, der da reinspielt. Es ist ja nicht die Linkspartei, die das sagt. Es ist eine einzelne Person, glaube ich, die das gesagt hat an der Stelle. Vielleicht haben es zwei, drei andere dann aufgegriffen, dämlicherweise. Und ich halte das auch für total dummes Zeug, ehrlich gesagt. Aber ist das dann nicht schon auch parteipolitisches, parteischädigendes Verhalten? Das, leider kann ich ja niemand verbieten, dummes Zeug zu erzählen. Nee, aber du kannst dann sagen, von wegen so, das dumme Zeug hat jetzt wirklich so gar nichts mehr mit unserer Partei zu tun. Tschüss. Wir müssen das ja sozusagen nicht diskutieren, was der rechtliche Rahmen an der Stelle ist. So, wenn jemand dummes Zeug erzählt, ist das kein Grund, um praktisch, also das funktioniert so leider nicht. Ja? Ich meine, ich finde das falsch und ich kritisiere das auch und ich sage auch, dass das, ehrlich gesagt, ich finde, respektloses, dummes Zeug ist tatsächlich denjenigen, die damit bezeichnet werden. Ich finde es unerträglich, ehrlich gesagt. Ich würde mich selbst auch nie in irgendeiner Form so äußern. Ich weiß, dass 99% der Mitglieder meiner Partei sich nie so äußern würden. Aber, und das ist doch der Punkt, zu diesem skurrilen Minderheiten-Zitat, gab ja noch so zwei, drei andere, aber das ist natürlich so ein Aushängeschild gewesen, hat die Partei so wahnsinnig laut geschwiegen. Warum gab es da keinen Aufschrei in der Partei, zu sagen, stopp jetzt mal? Nein, das ist einer der Punkte, wo schon vernehmbar sozusagen auch gesagt wurde, so geht das nicht an der Stelle. Wo war es vernehmbar? Na, zum Beispiel habe ich es gerade deutlich gesagt. Ja. Ich glaube, eindeutig sozusagen, nicht nur deutlich, sondern eindeutig. Und ich bin mir sicher, zu der Zeit war ich ja nicht Parteivorsitzender, aber dass andere sich dazu auch sehr deutlich verhalten haben, weil es einfach unerträglich ist. Also als Zielgruppe sage ich dir, also bis auf die Queer Linke kam da leider nicht so viel. Das ist so. Die Queer Linke ist aber in der Partei drin und die wird, wie oft wird die eigentlich gehört, mit eingebaut, wenn es um entsprechende Themen halt auch geht, auch bei anderen sozialen Themen? Also die Zusammenarbeit läuft gut und die sind total aktiv und machen ganz, ganz viel. Neulich war ja Belgrad Pride, da waren wir präsent sozusagen. Und machen halt, also das ist eine total aktive Gruppe in unserer Partei und freue mich immer wieder, mit denen zusammenzuarbeiten. Das machen wir auch. Ihr seid ja als Partei wirklich aus vielen Demonstrationen unterwegs. Ihr ruft viel dazu auf. Ihr seid ganz an vorderster Front mit dabei, auch Queer Pride Belgrad, aber auch bei anderen CSDs mit dabei. Warum läuft da nicht Sarah Wagenknecht mal vorne mit? Das wäre doch mal ein Zeichen. Das ist immer so ein bisschen fetischmäßig, ehrlich gesagt. Na, das also, Ding ist, sie ist eine sehr, sehr präsente Person bei euch. Sie ist ein Gesicht dieser Partei, auch wenn sie gar kein Amt und gar nichts innehat. Wie auch immer das natürlich passiert ist, kann man nochmal in die Analyse gehen. Wie ist das eigentlich möglich, dass eine Partei, eine Person, die innerhalb der Partei, ich sag mal, nichts zu sagen hat, so viel zu sagen hat? Ja, aber nicht für die Partei, sondern natürlich in der Funktion ist für die Partei, sondern für sich spricht. So, und sie vertritt halt Positionen, die häufig nicht mit den Positionen der Partei übereinstimmen. Und das ist ja deutlich so. Und warum sie nicht da mitläuft, müsstest du sie tatsächlich selbst fragen, weil ich finde schon, dass unsere Parteimitglieder eigentlich da mitlaufen sollten. Wir haben nächstes Jahr 5 Termine, wir werden sie einladen. ich freue mich schon drauf, ob sie sich dem Rahmen einer skurrilen Minderheit stellen wird und ob sie mit uns auf dem CSD vielleicht mitlaufen möchte. Wir gucken da einfach mal. Ihr habt jetzt im Sommer oder im Spätsommer habt ihr den heißen Herbst ausgerufen, weil wir vor ganz großen Problemen in Deutschland stehen. Jetzt geht die AfD genau damit demonstrieren, mit dem heißen Herbst. Und was ist da schiefgelaufen? Das Thema lag ja auf der Hand, das ist ja euer Thema gewesen. Die AfD hat sich's gekapert, geschnappt und ist jetzt plötzlich ganz vorne mit dabei. Naja, also die Bundesregierung hat gestern verhandelt über die Gaspreisbremse, über die Strompreisbremse, über verschiedene andere Maßnahmen, die alle von uns vorgeschlagen wurden. Also unsere politischen Inhalte, das ist wirklich eine skurrile Situation, die du schilderst. Ja, das ist ja, wirklich ja. Skurril sozusagen. Das ist eine skurrile Minderheit. Nein, das ist keine Minderheit, sondern eine skurrile Situation. Dass unsere politischen Positionen mehrheitsfähig sind und von der Bevölkerung geteilt werden und von der Bundesregierung am Ende sogar umgesetzt werden, also wir als Ideengeber funktionieren, wie so eine krisenhafte Situation in den Griff gekriegt werden kann und gleichzeitig die Krakeler sozusagen von der AfD trotzdem irgendwie in einigen Regionen in Deutschland zumindest
stärker mobilisierungsfähig sind. Aber das hat ja was mit deren Netzwerken zu tun, die sich über Jahre zum Beispiel Corona-Krise und so weiter herausgebildet haben. Das sind ja die gleichen Netzwerke, die da auf die Straße gehen. Und die framen das halt jetzt einfach neu politisch, irgendwie mit Nord Stream 2 aufmachen und Sanktionen weg und bla bla. Also so diese Scheinlösung irgendwie. Und die eigentlichen, wirklichen politischen Konzepte, die haben wir vorgeschlagen und die werden jetzt von der Bundesregierung weitestgehend tatsächlich übernommen und umgesetzt. Nur, du hast recht, wir sind gerade nicht diejenigen, die davon profitieren in der öffentlichen Wahrnehmung und Meinung, sondern wir bleiben halt einfach in der Position der Ideengeber, weil wir dieses Vertrauen wieder gewinnen müssen gerade. Also, kriegt ihr Geld von der AfD für die Ideen? Also machen die irgendwie Urheberrecht oder sowas? Naja gut, also ein heißer Herbst finde ich total legitim. Das kann man kontrovers diskutieren. Aber einen heißen Herbst auszurufen und nur wenn der blöde Nazi dann sozusagen das Gleiche macht, heißt ja nicht, dass man nicht dafür aufrufen kann, auf die Straße zu gehen. Weil der Protest ist berechtigt und die Sorge der Menschen, nicht durch den Winter zu kommen, ist ja auch berechtigt. So, natürlich müssen wir als Linke auch diese Funktion ausüben. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben ein Problem mit der Funktionszuschreibung in der Gesellschaft. Und wir haben das gemacht. Und deswegen werden auch unsere Themen übersetzt, weil wir genau eigentlich die richtigen Antworten gegeben haben. So, Die Themen sind ja auch richtig. Wir haben Inflation, wir haben steigende Lebensmittel- und Energiekosten, wir haben die Auswirkungen des Krieges, wir haben die Ressourcen werden immer knapper, auch global gesehen natürlich. Menschen verdienen immer weniger als ihre Eltern beispielsweise. Wir leiden unter einem Sparzwang, der jetzt auf uns allen praktisch drauf liegt. Wir müssen ja sparen, um die Energie halt auch zu bezahlen. Wir haben eine extrem starke und wachsende Einkommensungleichheit. Wir haben entgrenzte Arbeitszeiten, auch teilweise im Niedriglohnsektor, wo die Leute halt nicht mehr nach Stunden bezahlt werden, sondern wo die Stunden halt anders gerechnet werden. Ein steigender Druck und wir haben eine Rente, die gerade für die nächsten Generationen nicht mal ansatzweise diesen Namen Rente verdient. Das sind goldene Zeiten für die Linke, weil das sind eure Themen. Unter 5%, ich sag's nochmal, wo sind die Gegenvorschläge? Was kommt da konkret oder habt ihr ein Kommunikationsproblem? Ja, wir haben definitiv ein Kommunikationsproblem, das ist richtig. Die Gegenvorschläge, wie gesagt, habe ich ja ein paar schon benannt, sind einfach hegemonial. Also die werden wirklich was bitte? Die sind mehrheitsfähig in der Gesellschaft, werden umgesetzt. Liebe ZuschauerInnen, die Übersetzung finden Sie heute auf Videotexttafel 642. Dort werden alle Fremdworte in alphabetischer Reihenfolge aufgeklärt. Aber ich glaube tatsächlich, das ist vor allem ein Kommunikationsproblem, wo wir einfach deutlicher sprechen müssen und deutlicher erkennbar sein müssen. Das ist richtig. Ja. Wie grün ist eigentlich dunkelrot? Wir sind ziemlich gut, was unsere sozial-ökologischen Vorschläge betrifft. Wir sind sehr grün tatsächlich, aber das sieht trotzdem rot. Atomkraftwerke an oder aus? Aus. Ja. Okay, also zum Beispiel. Wirtschaft und Klima wird bei euch zusammengedacht? Ja, unbedingt. Okay. Muss sein. Also Wirtschaft darf es auch noch geben? Industrie brauchen wir, um zu leben, aber sie muss halt nachhaltig funktionieren. Dieses Jahr haben wir wahrscheinlich 126 Milliarden Mehreinnahmen im Staat an Steuern. Was soll damit passieren? Da muss ich dich korrigieren. In diesem Jahr sind es, glaube ich, nur ganz wenige, im nächsten 9 oder so. Und bis 26 sind es 126 Milliarden mehr. Oh. Aber ich finde, die müssen in die Zukunft investiert werden, tatsächlich an der Stelle. Sie müssen denjenigen, die im Moment wirklich leiden, zur Verfügung gehen, also zurückgegeben werden, weil es ja Steuermehreinnahmen sind. Und wir müssen endlich die Energiewende bewältigen, uns aus dieser elenden Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu befreien und auch nicht immer von Russland sozusagen erpressbar zu sein an der Stelle. Ich gehe jetzt nicht mehr auf deine Parteikollegin ein, die ja der Bundesregierung unterstellt, sie habe den Wirtschaftskrieg gegen Russland ausgerufen. Wir machen jetzt ein schönes Spiel. Wir haben ein Schattenkabinett zu besetzen. Ja, und du bekommst jetzt von mir diese wunderbare Karte und einen Stift natürlich. Das sind alle aktuellen Ministerien, die es da wohl so gibt. Und du darfst jetzt für jede eingeblendete Person ein Ministerium vergeben. Und zwar genau so in der Reihenfolge. Und bitte lass dir nicht zu viel Zeit, es muss halt schnell gehen noch. So, fangen an mit der ersten Person und das ist Anton Hofreiter. Welches Ministerium kriegt der? Der kriegt Verteidigung. Verteidigung? Ja. Also wenn es darum geht, den Leuten Angst einzujagen, gut. So, dann haben wir Barbara Salisch.
Haben wir Verteidigung schon vergeben? Verteidigung ist schon vergeben, ja, das ist jetzt weg. Denn Ernährung und Landwirtschaft. Ganz kurz. Sie ist Richterin. Wäre Justiz zum Beispiel naheliegend? Nee, alles klar. Ernährung und Landwirtschaft. Ja, bin ich sehr gespannt. Okay, Alfons Schubeck. Der muss noch was nachzahlen, Finanzen. Genau, schöne Idee. Der macht jetzt Gesundheit, der kocht jetzt für andere. Gesundheit? Ja, okay, gut, alles klar. Dann Bärbel Baas. Die darf ins Innenministerium. Ah ja, kennst du die, Bärbel Baas? Ich habe sie schon getroffen und wir haben demnächst tatsächlich einen Termin miteinander, ja, kennen Sie. Ach so. Ja, wir plotten da ein bisschen. Danke fürs Gespräch. Also, wir haben einen Termin miteinander, alles klar. Dann Deadpool. Der wäre, glaube ich, ganz gut für Justiz. Okay, dann, die ist gerade wieder frei geworden, Liz Truss. Hat schon mal ein Praktikum in England gemacht. Die ist gut bei Finanzen aufgehoben. Und dann wunderst du dich, dass man der Linken unterstellt, sie habe von... Meine Güte, alles klar. Wladimir Putin. Achso, du hast einen Joker übrigens. Ich habe einen Joker. Aber sag mal so, setz ihn nicht zu früh. Ja, warte mal, Wladimir Putin. Oh Gott, kann man den nicht für... Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung würde doch... Ach du Scheiße. Oh, nein, ich habe was Besseres. Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Ja, der kriegt den roten Knopf, na vielen Dank. Da ist schon einer ohnmächtig geworden. Das ist schon so. Oh mein Gott, du siehst schon, du löst die nächste Flüchtlingswelle aus mit diesem Ding. Oh, dann haben wir Sarah Wagenknecht, kennst du natürlich. Sarah Wagenknecht kann Digitales und Verkehr machen. Ist das ein Gebiet von ihr? Kann sie das wirklich, ja? Also tweeten kann sie? Bestimmt, ja. Deswegen, wissen wir? Ja, ist Twitter-affin und so, ist gut. Okay. Ja. Wolfgang Kubicki. Kubicki macht... den setzen wir ins... Bitte nicht bei Familie. Außenministerium. Außenministerium, dann ist er weg. Ja, alles klar. Warum ist er da? Genau, weggeschickt. Ja. Also, schicken wir auf eine lange Reise. Dann erkenne ich... Ach Mensch, ohne Torte habe ich sie gar nicht erkannt am Gesicht. Mona Lisa. So. Die Mona Lisa, haben wir denn hier irgendwo... Hast du Kultur irgendwo? Haben wir das schon vergeben? Noch nicht? Kultur ist ein Staatsminister. Hast du recht, ja. Staatssekretärin. Die ehemalige Manager. Dann nehmen wir sie zu besondere Aufgaben, nehmen wir die Mona Lisa. Besondere Aufgaben, das ist die Transleramtsministerin. Ja. Okay, Kevin Spacey. Was denn? Kevin ist freigesprochen worden aktuell. Also. Ja, der kommt dann zu Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen oder so. Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen, okay. Dann Sonja Zietlow. Nee, das ist Silvia Breer. Das ist Silvia Breer, Entschuldigung. Oh Gott, wer ist das? Die kenne ich gar nicht, muss ich gestehen. CDU-Fraktion im Bundestag. Oh Gott, oh Gott. Na, Bildung und Forschung geht da nicht. Mag man bei den Haaren nicht glauben, ne, dass das CDU ist. Ja, aber ist, da gibt es auch ein paar Flippige. Dann wirtschaftliche so Zusammenarbeit und Entwicklung geben wir. Wirtschaftliche Zusammenarbeit. So, jetzt aber Sonja Zietlow. Die sehen Sie doch wirklich, ist doch Zwillinge. Das ist Bildung und Forschung, definitiv. Bildung und, ist eine sehr kluge Frau. Sonja Zietlow ist wirklich sehr, sehr klug. Dann Erik Sindermann. Hat auch einen berühmten Großvater. Oh. Was, ja. Ist auch DDR-Vergangenheit oder was? Ja. Dann, auch einen berühmten Urgroßvater. Dann kriegt er Klima und Wirtschaft. Wenn das so. Kennst du den? Nee. Nee, kenne ich nicht. Okay. Kennst du ihn, oder? Ja, du kennst ihn nicht persönlich, aber du guckst keinen Unterschichten-TV, ne? Naja, wenn es ja doch vielleicht. Was guckst du an Unterschichten-TV? Oh, ich gucke Serien total gern, ehrlich gesagt. Naja, Serien ist konkret. Konkret? Ja, ich weiß, ist nicht deine Stärke, aber... Nee, ich habe jetzt gerade angefangen, aber das ist, wie heißt hier, diese Herr-der-Ringe-Serie, diese neue, die finde ich ganz interessant, ehrlich gesagt. Ja, genau. Alles klar. Wir machen weiter mit Dorothee Bär.
Die ist auch ganz flippig. CSU übrigens. So. Haben wir überhaupt noch was frei? Das ist ja nur noch Familie, Senioren, Frauen und Jugend, aber da kann ja keine CSU-Politikerin. Dann kann man jetzt einen Joker sozusagen nehmen. Du gibst ihr den Joker? Okay, alles klar. Haben wir. Ich möchte noch mal ganz kurz erinnern, Putin findet einen Platz, aber du musst die Wehrpflicht raus. Das ist gut. Pidi Platsch. Das ist für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Pidi Platsch kann man alle Ministerien, glaube ich, geben, dass alles besser aufhört. Dann Martin Schirdewan. Oh. Ja. Ja, ist ja nur noch dein Job frei hier. Wir sind schon einmal durch. Ach nee, Arbeit und Soziales ist noch. Das mache ich. Aber du machst Arbeit. Kennst du dich damit aus mit Arbeit und Soziales? Ich meine, am liebsten würde ich ehrlich gesagt. Ja? Nein, war meine Frage, ja, bitte. Am liebsten möchtest du? Am liebsten, jetzt hast du ja ein bisschen Antifaschismus dabei zum Beispiel. Ich finde, Antifaschismus ist wichtig in der Regierungsarbeit, finde ich gut. Also Arbeit, Soziales und Antifaschismus würde ich gern machen. Ja? Pack rein, genau. Ja? Dann Margot Schlenske. Ja. Du bist natürlich die Chefin hier. Im Ring, die du hast das Spiel verstanden, das ist schon mal schön. Es gab schon Leute, die wollten das anders besetzen. Möchte ich nicht überreden. So, ihr Lieben, ihr habt natürlich noch, ich wollte kurz daran erinnern, zu Hause die Möglichkeit, uns ein kleines Online-Ticket zu kaufen unter www.bka-theater.de/ticket oder per PayPal unter paypal.me/bka-theater, das in einem Wort haben wir damit auch erledigt. Wir haben ein kleines, darf ich das Schildchen gerne wiedergeben? Ja. Du hast aber auch eine Sauklaue, meine Güte. Das stimmt. Meine Güte. Was hast du für einen Schulabschluss? Ich bin leider umgeschult worden. Weißt du, ich bin eigentlich Linkshänder gewesen, musste da anfangen mit rechts zu schreiben. Nein! Dann ist diese Sauklaue da. Darf ich das mal ganz kurz zeigen? Es geht gar nicht. Ja? Mein Hausarzt hat eine bessere Schrift, ich kann es nicht identifizieren. Und der schreibt ägyptische Hieroglyphen. So, also, wir waren auf der Straße gewesen und haben mal die Bevölkerung, das normale Volk da draußen gefragt, wer ist eigentlich Martin Schirdewan und was halten Sie von der Linkspartei? Und dieses Video gucken wir uns mal an. Ich gebe ab an meine Außenreporterin. Hallo Margot, hier ist Margot. Ja, Jackie konnte heute nicht und Gitti war auch verhindert, deswegen mache ich es heute mal selbst. Ich bin heute auf der Demo gegen eine Partei, die hier gegen eine Kika demonstriert. Das muss ich erst mal vorstellen. Und auf dieser Demo wollen wir mal fragen, wer kennt eigentlich Martin Schirdewan und wofür steht die Linkspartei? Sag mal, was sagt dir die Linkspartei? Das ist eine politische Partei, die ich sehr lange, sehr gerne gewählt habe und jetzt nicht mehr wählen werde. Warum nicht mehr? Vor allen Dingen die Position, die die Linkspartei zum Ukraine-Konflikt einnimmt und die fehlende Abgrenzung gegen weiter rechts in der sozialen Frage, die uns gerade alle umtreibt. Was möchte denn die Linkspartei jetzt konkret eigentlich umsetzen? Wofür steht die Linkspartei jetzt inhaltlich konkret? Ein paar Beispiele. Ich finde das schwierig, das tatsächlich festzumachen, weil ja auch innerhalb der Linkspartei ganz viele Strömungen sind und ich gerade einfach sehr, sehr unglücklich damit bin, dass sie es nicht hinkriegen, Strömungen, die ich problematisch finde, tatsächlich mal aus der Partei zu schmeißen oder zu ruhig zu stellen oder ihnen zu sagen, nicht mit uns. Wer sind denn aktuell gerade die Parteivorsitzenden von der Linkspartei? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie sie heißen. Du sag mal, wir haben ja den Martin Schirdewan heute zu Gast, der ist von der Linkspartei. Wofür steht die Linkspartei inhaltlich deiner Meinung nach? Für einen legitimen Teil des Meinungsspektrums in der Bundeswehr. Ja, nee, jetzt mal konkret. Ja, also, ja, gut, das muss man halt schon. Inhalte. Also, ja, was weiß ich, Enteignung, alles Mögliche. Ne? Also, Stichworte? Ja, ich bin jetzt nicht so der Fachmann für die Links. Was möchtest du denn der TfD unbedingt auch schon mal immer gesagt haben? Da kommt die große Überraschung. Jeden Morgen, wenn ich meinen Badezimmerschrank aufmache, klebt da der Aufkleber Travestie für Deutschland, der rote Pömp. Dankeschön. Wofür steht die Linkspartei inhaltlich deiner Meinung nach? Für linke Politik. Das heißt konkret? Gegen rechte Politik, gegen Faschismus. Okay, noch was irgendwie? So Gerechtigkeit. Sozialpolitik, Familienpolitik, Verkehrspolitik, alles gegen rechts. Alles gegen rechts, genau. Kennst du die Vorsitzenden aus der Linkspartei? Ja, ich kenne Sarah Wagenknecht. Ja, und dann hört es auch schon auf. Oskar Lafontaine kenne ich noch. Ja, ja. Und genau. Und wer von denen ist jetzt Vorsitzende? Sarah. Der Martin Schirdewan wird es freuen. Hallo. So. Sorry, Martin. Hallo, wie heißt du? Matti. Hallo, Matti. Du, sag mal, Matti, was sagt dir die Linkspartei? Vieles. Eine demokratische Partei ist mit Fraktionsstärke im Bundestag vertreten. Okay. Auf die Schnelle. Wofür steht die Linkspartei inhaltlich?
wie ich sie im letzten Bundestagswahlkampf erlebt habe, war es eigentlich ein klassisches sozialdemokratisches Parteiprogramm. Also das, was wir von früher von der SPD kennen. Ah ja, interessant. Okay. Wer sind die Vorsitzende in der Linkspartei gerade? Ui, Wofür steht denn die Linkspartei inhaltlich deiner Meinung nach? Naja, das Übliche, alle sollen gleich sein, kein Krieg und so weiter. Dann mal bitte umsetzen. Aber das wollen ja viele Parteien in diesem Staat. Aber die Travestie für Deutschland ist eigentlich meine Partei. Okay, dann noch eine letzte Frage. Was sagst du denn zum aktuellen Führungspersonal der Linkspartei? Kennst du das Führungspersonal der Linkspartei? Ja, der Herr Schildewahn, der war im Morgenmagazin. Also er wirkt für mich so leicht überheblich und ein bisschen arrogant. Aber trotzdem, glaube ich, er ist ziemlich geil. Und unsere nächste Interviewpartnerin steht schon an meiner Seite, die wunderbare Annette. Annette, sage mal, was fällt dir denn zur Linkspartei ein? Zur Linkspartei? Linkspartei. Linkspartei, da fällt mir leider Frau Wagenknecht ein. Ich kenne allerdings auch Menschen in der Linkspartei, die sehr engagiert sind, auch für die queeren Rechte. Weißt du denn, wer aktuell Vorsitzende der Linkspartei sind? Du musst sagen, weiß ich gerade nicht, wer gerade aktuell ist. Ja, weil ja da, ich muss, das wollte ich gerade sagen, weil die nicht nur bei den Linken, überall, da. Man kommt ja schon gar nicht mehr hinterher. Und ich muss sagen, mir ist es wichtiger, auf so eine Demo hier zu gehen, als mich den ganzen Tag mit Facebook zu beschäftigen und anderen Medien. Ich mache lieber die Sachen vor Ort, mache sie konsequent und laber nicht so viel in der Mache. Martin Schildewahn ist Vorsitzender der Linkspartei. Wirklich? Vorsitzender der Linkspartei. Ja, ist er. Ja? Der ist am Donnerstag bei mir im BKA-Theater. Ach. Ja, da, wo ihr jetzt gerade seid. Du, Kitty, weißt du zufällig, wer gerade Vorsitzender bei den Linken ist? Weil ich wusste es bis eben noch nicht wirklich. Keine Ahnung, nee. Weißt du, das ist doch gerade auch voll verwirrt. Also so ein Typ nee. Auf jeden Fall. Nee. Da sieht doch kein Mensch mehr durch. Aber früher war mal dieser Gysi. Ja, aber ich kann ihn wissen. Der Vorsitzende soll nämlich bei Margot demnächst in der Sendung sein. Ah, dann komme ich in die Sendung. Ja, ins BKA-Theater. Ins BKA. Merkt euch schon mal den Namen. Sarah Wagen. Nein, Schildewahn. Kommt ja durcheinander. Martin Schildewahn. Ah ja. Schürdewahn. Martin. Der Martin. Okay, willkommen. Also wir haben das insofern geschnitten, als dass wir es wirklich gekürzt haben. 50% der Antworten waren, ich habe keine Ahnung, und die anderen 50% ungefähr, es können auch 45 gewesen sein, sagten Sarah Wagenknecht. Nee. Das ist... Ja, du lachst, du komischerweise nicht so sehr. Ja, nein, doch, ist schon ja. Ja, Was sagst du dazu? Nein, ich meine, das ist, ich fand das echt einen witzigen Clip, ehrlich gesagt. Lass mir dir gerne zukommen. Vielen Dank dafür. Das ist so eine gnadenlose Bestandsaufnahme, weißt du, braucht man ja immer mal, um irgendwie wieder wach zu werden. Aber irgendwie... Gibt mir das auch ein bisschen zu denken, muss ich gestehen. Ja, es hat uns auch zu denken gegeben, ehrlich gesagt, weil egal, wen wir gefragt haben, also eine, die Betty Büchsel, die wusste Bescheid, wer du bist und den finde ich auch sexy. Ich soll dir auch nachher noch ihre Telefonnummer geben. Und sie hat noch eingetragenen Schlüpfer für dich mit. Wenn du ihn haben möchtest, du darfst aber auch Geschenke ablehnen. Das darfst du sehr gerne machen. Sehr verheißungsvoll. Nein, möchtest du darauf irgendwie noch ganz kurz antworten auf das Video? Du meinst auf Betty, oder? Nein, auf alles. Also nicht nur auf Betty. Betty, eine Liebeserklärung da rein in die Kamera. Ansonsten, was schlürfst du denn da so laut? Aber. Immer Hausverbot. So. Ja, das nächste Video, da würde ich dann mal unsere Öffentlichkeitsabteilung Karl Harm, Karl Liebknecht aus beauftragen, dann schicken wir dir das mal, ist das ein bisschen anders. Das finde ich eine gute Idee. Ihr Lieben, wir machen eine kurze 15-minütige Pause, wir sehen uns gleich wieder, holt euch noch ein paar Getränke und dann sehen wir uns zum zweiten Teil gleich wieder und dir erstmal großen Dank an Martin Schildewahn. Danke. War schön.
dass ihr noch da seid. Wunderbar. Ich wollte mal ganz kurz ein bisschen das Meinungsbild so abfragen, bevor wir jetzt gleich weitermachen. Wen hat denn Martin Schirdewan jetzt schon überzeugt, dass er sagt, vorwiegend, ja, doch, finde ich ganz gut, finde ich unterstützenswert? Klatscht mal am besten beim Melden. Wer ist noch unentschlossen? Ja, ist in Ordnung, ist super. Wer sagt, nee, also bisher noch so gar nicht? Ja, das sind die von der FDP. Die dürfen ja. Habe ich recht? Oder ist wirklich? Nein. Das heißt nicht was, das heißt wie bitte. So. Das ist übrigens Olaf Scholz. Das ist Olaf Scholz. Heißt du wirklich Olaf Scholz? Ich habe heute Olaf Scholz im Publikum, meine Damen und Herren. Wer hätte das gedacht? Der will sich mal angucken, wie man es denn so richtig schön macht. So, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir uns ein bisschen den Martin nochmal richtig schön vornehmen werden. Allerdings nicht ich, sondern ich suche jetzt einen Freiwilligen, eine freiwillige Person aus dem Publikum heraus. Da wir jetzt schon hier zwei mehr oder weniger alte, aber weiße Cis-Männer haben, würde ich jetzt mal was nicht männlich Gelesenes auf der Bühne gerne haben. Alle Leute, die nicht männlich gelesen sind, können sich ja jetzt schon mal angesprochen fühlen. Dann fände ich, glaube ich, ganz gut Aktivistin. So, wer ist denn alles so aktivistisch unterwegs hier bei euch? Meldet euch nicht alle gleichzeitig. Das sind immer noch viel zu viele. Unternehmerin vielleicht noch? Ja? Guck mal, du wirst doch definitiv nicht männlich gelesen, oder? Nein? Nein? Okay, alles klar. Aktivistin? Unternehmerin? Nein? Ach, dann bist du raus. Okay, gut. Queer, vielleicht ein bisschen kulturell bewandert. Im Idealfall mit einem Bild von sich selbst auf einer Magnettafel in der Handtasche gerade oder in dem Jutebeutel oder im Sakko drin. Gibt's da eine Person? Ach, guck mal, da haben wir sie. Komm doch mal ganz kurz zu uns. Ina Rosenthal. Hallo Ina. Hallo. Hallo. Margot. Ganz zufällig. Ganz heute zufällig. Dabei. Ja. Ach Mensch, ja. Dachte mir, wenn ich zu dir komme, bringe ich das mal sicherheitshalber. Sicher ist sicher. Ihr wisst ja, bringt immer ein Bild von euch selbst mit und dann könnt ihr euch an der Magnettafel gleich selbst verewigen. Wo packst du dich denn dahin? Genau. Also vorweg habe ich aber die Frage, warum bin ich eigentlich die Einzige hier mit einem Schwarz-Weiß-Foto? Nee, Schwarz-Weiß-Fotos haben wir immer für unsere befragenden Gäste. Ah, okay. Bunt haben wir immer für unsere politischen Wesen. Ah. So, wo platzierst du dich denn jetzt da am besten? Ja, mir fehlt so das Stück nach oben. Noch queerer. Also ich müsste mich jetzt hier... Super queer. Also, ja. Da ist ja progressiv, ne? Das heißt, ich müsste mich hier oben also, so an die Ecke, aber das hält Ja, ist doch in Ordnung. So, wir packen dich hin. Genau. Ich pack das mal. So ist das in Ordnung? Ja, so es ist das in Ordnung. Es geht nicht mehr weiter. Weiter geht nicht mehr. Also progressiv und total queer. Super. Ina, nimm doch schon mal Platz ganz kurz, und zwar auf diesem Stuhl hier drüben. Dankeschön. Und ich nehme ganz kurz dann noch deine Teebestellung entgegen. Was möchtest du gerne trinken? Ich hätte gerne ein Wässerchen. Ein Wässerchen? Mhm. Habe ich da, heiß. Ja, super. Tee ohne Tee finde ich gut. Ah, Tee oder Tee, du möchtest gerne ein kaltes Wässerchen trinken, ne? Wäre noch besser. Alles klar. Hätten wir ein kaltes Wässerchen denn hier für die Ina, mit oder ohne Sprudel? Oder mit, halt mit Sprudel. Einfach mal Soda-Club aufsprudeln lassen und dann ist schon hübsch. Ina, du bist Autorin, Geschäftsführerin, du bist Geschäftsführerin von Pink Dot. Ja. Erklär uns ganz kurz Pink Dot. Pink Dot ist eine gemeinnützige GmbH, die sich vor allen Dingen einsetzt für die queere oder LSBTIQ+ Kunst- und Kultur-Community. Wir haben ein Online-Magazin, wir produzieren Podcasts, dokumentieren Live-Shows oder Events aus der Community. Alles, was uns so bunt einfällt. Als Aktivistin bist du groß unterwegs. Was machst du alles? Du machst zum Beispiel Pink Dot machst du natürlich. Ist ja ein aktivistischer Einsatz, sowas zu gründen. Was machst du noch? Was hast du schon gemacht? Oh Gott, was ich schon gemacht habe? Ja. Das ist eine Menge. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ne? Also unter anderem bin ich im Moment noch im Vorstand vom Lesbenring und setzen uns da eigentlich auf Bundesebene für die Belange von lesbischen Frauen ein. Und gemacht habe ich schon ganz viel. Also ich war sehr aktiv in ganz unterschiedlichen Communities, zum Beispiel in der Community der Sinti und Roma. Da habe ich eine Stiftung mit aufgebaut, die einzige und erste Stiftung der Sinti und Roma in Europa. Dann war ich viel in der jüdischen Community tätig. Da bitte einmal auf den kleinen Extratisch. Dankeschön. So, ein großartiger Applaus bitte für unsere Barmäuse hier im BKA-Theater.
in unterschiedlichen Frauenprojekten, in unterschiedlichen lesbischen Projekten oder eben auch queeren Projekten. Antisemitismus hatte ich gelesen gehabt und dann musste ich gestehen, ich habe es dann zwar gegoogelt, aber Antiziganismus, das heißt die Feindlichkeit gegenüber Sinti und Roma. Genau. Den Begriff kannte ich noch nicht, den müssen wir uns ganz dringend nochmal alle hinter die Ohren schreiben, falls wir den nicht schon kennen. Ich fand ihn sehr, sehr wichtig. Was ist dein nächstes Ziel? Was möchtest du als nächstes gerne auf die Beine stellen? Oh, wir haben, also mein größtes Ziel ist natürlich Pink Dot weiter auszubauen, größer zu werden. Wir fangen jetzt an mit einem Live-Hörspiel am 11.11. Also wir gehen ein bisschen in die Theaterwelt, nachdem wir die Musikwelt sozusagen belagert haben. Wir haben unsere kleine Galerie im Wedding, in der wir noch mehr Lesungen und auch Performance machen wollen. Ich habe hier auch im Publikum eine der fleißigsten Redakteurinnen von Pink Dot. Und wir wollen natürlich weiter die queere Kunst- und Kultur-Community in Berlin und darüber hinaus stärken, groß machen, sichtbar machen. Weil wir der Meinung sind, ist die queere Kunst und Kultur ein ganz maßgeblicher Indikator und vor allen Dingen auch Impulsgeber ist in die Mehrheitsgesellschaft und wollen die Sichtweise ein bisschen umdrehen. Also wir wollen niemandem erklären, wie man mit uns umzugehen hat, sondern wir gehen davon aus, dass unsere Community eigentlich die innovativen, kreativen Impulse in die Mehrheit gibt und deswegen sind wir ein ganz wichtiger Bestandteil der Mehrheitsgesellschaft. Worüber möchtest du mit Martin heute sprechen? Genau, ich habe mir so ein bisschen was überlegt und dachte, du hast ja schon relativ viele Themen abgegrast, sage ich mal so. Vieles nur angerissen, die Zeit war gar nicht da. Ne? Sowieso, aber ich habe gedacht, ich probiere mal, ob wir ein bisschen von der Parteipolitik wegkommen. Ja. Und jetzt aus meinem politischen Arbeitshintergrund ist natürlich für mich interessant, was ist das mit den Frauen bei den Linken? Also das ist immer so eine Frage, wenn ich irgendwie Nachrichten gucke, denke ich immer, was ist denn da um Gottes Willen los? Super, und, also ich würde sagen, frag das doch jetzt gleich mal direkt, weil jetzt kommt er mal zu uns. Hier ist Martin Schirdewan. Martin, nimm Platz. Ich habe gerade festgestellt, man hat hier unseren Tee noch gar nicht weggeräumt. Martin, möchtest du noch neuen Tee trinken? Ja, gern. Welcher Tee darf es denn diesmal sein? Jetzt, du hattest gerade einen Darjeeling, oder? Ja. Ja, dann probiere ich den mal, der ist ja inspirierend offensichtlich. Du bist gerade wieder ein bisschen flirty drauf, Martin. Am Anfang jeder Session, und dann gucken wir, wie es sich entwickelt. Muss man, es gibt auch kaltes Wasser, ne? Das ist auch gut, aber der kriegt nur Tee. Okay. Der kriegt nur, ne? Also die Getränke aus den Flaschen, das sind unsere wertvollen Gäste. Und, aber Martin, keine Sorge, ich habe dir versprochen, muss jetzt der durch. Zeit. Ja, muss jetzt durch. Das ist ja auch eine Bewerbungssituation. Ne? Stimmt. Ich rede hier gerade. Wollte nur kurz fragen. Also, ich wollte nur sagen, der erste Teil war ja sehr, sehr hart. Da habe ich dich wirklich hart in die Mangel genommen irgendwie. Aber das ist bei mir immer so. Beim ersten Date geht es immer ein bisschen heftiger zu. Und das wird jetzt später dann noch etwas lockerer. So, hier ist schon mal dein Tee und meinen mache ich mir sofort noch mit dazu. Wir haben gar keine Milch da. Und keinen Zucker. Ich brauche keinen und keinen. Ina, dann übernimm doch mal bitte ganz. Du brauchst Milch und Zucker, weil aus regietechnischen Gründen muss ich jetzt von der Bühne gehen. Wir wiederholen das nochmal ganz kurz. Lass doch mal los, bitte. So. Schneiden wir nochmal. Wir haben jetzt Quality Time hier. So, und guck mal, Martin, hier ist dein Tee. Das ist. Und wir haben gar keine Milch und gar keinen Zucker da. Oh Mensch, Margot, ich brauche dringend Milch und Zucker für meinen Tee. So läuft das. Dann gehe ich mal ganz spontan nach hinten und suche mal Milch und Zucker. Ina, kannst du ganz kurz für mich übernehmen? Ja, das mache ich gerne. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt gut miteinander unterhalten. Das war mein Bewerbungsvideo für gute Zeiten, schlechte Zeiten. So, jetzt. Ja. Ich habe euch ja eben zugehört und gelauscht und du hast ja auch mitgekriegt, was ich gesagt habe. Und ich komme so ein bisschen ich komme aus der lesbischen Community, habe viel Frauenpolitik natürlich mich auch engagiert und mich dafür eingesetzt. Und ich bin keine Linken-Expertin und bin auch aus der Politik aus der Parteipolitik und aus der Alltagspolitik ziemlich raus.
sehr bewusst. Und frage mich aber immer, wenn ich Zeitung lese oder einen Fernseher anmache, dann frage ich mich immer, was ist mit den Frauen los bei den Linken? Mhm. So, und das ist eigentlich meine Frage, weil das ist für mich ein Rätsel, wo ich immer denke, ihr habt viele Themen, so wie du eben auch gesagt hast, die eigentlich, wo ganz viele Personen, BürgerInnen auf Antworten warten. Und du hast auch mehrfach betont, ihr seid, versteht euch als feministische Partei. Und trotzdem geht es mir als Bürgerin dann immer so, dass ich denke, ah, da ist ja eine Frau, oh nee. Und dann, ach ja, jetzt kommt eine neue Frau und dann, oh. Und was ist das? Also gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele Frauen gibt es in der Partei? Gibt es zu wenig oder also, wollen die nicht? Nee, es gibt nicht zu wenig. Es sind, ich glaube, vom Verhältnis her, klar, es sind mehr Männer in der Partei organisiert als Frauen. Ich würde sagen, ein gutes Drittel der Mitglieder sind Frauen. Und wir haben eigentlich seit Beginn der Gründung, also seit Beginn der Linken, Parität in den Ämtern und so. Das heißt, Frauen müssten zumindest theoretisch in der Wahrnehmung in der Öffentlichen genauso präsent sein wie Männer, weil wir alle Ämter und Mandate praktisch quotieren und Frauen und Männer sich eigentlich die Ämter teilen in der Regel oder die Listen dann quotiert aufgestellt werden. So, und deine Frage zielt darauf ab, warum die Frauen nicht wahrnehmbar sind? Oder? Nee, eigentlich nur über Skandale. Also ne, ja, wir hatten ja die bekannte Person, die ich jetzt nicht nochmal ausspreche, weil die hat jetzt schon genug Raum, ne, die ja so verhaftet ist und so stark identifiziert wird mit eurer Partei. Mhm. Und dann gab es eben diesen MeToo-Skandal, ja, wo dann die eine zurücktritt, wo man denkt, so jetzt warum und was passiert da? Mhm. So dass die Personen im Prinzip, die weiblichen Personen, die in den Vordergrund rutschen, aber ganz oft über die Skandale oder über aufkommende irgendwelche Geschichten dann eigentlich sofort wieder in den Hintergrund rutschen. Mhm. Und wo ich immer denke, so, was passiert da? Mhm. Ja, oder auch, ich kenne das ja aus den anderen Parteien ja auch so, es gibt eine Parität, aber letztendlich in der Mediendominanz sind die Frauen schneller mit den Skandalen behaftet als die Männer. Ja. Ganz vereinfacht jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob das unbedingt an der Partei an dieser Stelle liegt, also zu dem MeToo-Ereignis und dem Skandal, ich mich ja vorhin schon geäußert. Aber vielleicht hat das auch was mit der Mediendynamik an sich zu tun. Mhm. Wie Medien funktionieren, wie Frauen auch in der Politik gespiegelt werden in den Medien. Und vielleicht ist das Problem nochmal ein anderes, als das nur auf die Linke zu beziehen, sondern vielleicht ist es insgesamt ein politisches Problem oder ein Problem des politischen Systems und der Widerspiegelung in der Öffentlichkeit. Welche Rollen in der Politik Frauen zugeschrieben werden, welche Rollen in der Politik Männern zugeschrieben werden, wie die auch in der Öffentlichkeit gespiegelt werden, welche Attribute damit einhergehen zum Beispiel, also welche positiven Eigenschaften oder welche negativen Eigenschaften ein Mensch hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist ganz viel, würde ich sagen, jetzt unabhängig erstmal von der konkreten Partei, was damit reinspielt, dass Frauen, Beispiel, Frauen haben einen politischen Konflikt, zwei Frauen haben einen politischen Konflikt miteinander und das wird oft auf eine persönliche Ebene auch in der öffentlichen Berichterstattung gezogen. Die können nicht miteinander oder so. Wohingegen, wenn Männer einen politischen Konflikt haben, man sagt man vielleicht auch, na, die sind sich irgendwie überhaupt nicht grün oder so, aber das politische Problem ist das und das. Mhm. So, und das passiert, glaube ich, relativ häufig und das ist eigentlich ein Problem der medialen Widerspiegelung auch von Frauen in der Politik. Und das ist wiederum ein gesellschaftliches Problem, was nochmal auf die Position von Frauen in der Gesellschaft auch verweist, trotz 16 Jahren Angela Merkel, ist es, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, dass Frauen als genauso starke politische Player wahrgenommen werden oder dargestellt werden, vor allem wie Männer auch. So, und das ist ein Kernproblem. Und könntest du, also du hast ja auch in der Doppelspitze, du musst noch ein bisschen Milch holen, wir sind nicht bei Frage 2. Du, ich kann auf Schweigen sitzen. Okay. Alles hin. Jetzt hast du ja eine Partnerin im Vorstand und hast du eine Idee, was du dazu beitragen könntest, damit sie sozusagen damit ihren konstruktiven politischen Werk mehr in ein positives mediales Licht rücken kann? Mhm. Na, wir teilen uns ja nicht nur die Verantwortung und das Amt, sondern tatsächlich auch, ich sag mal, die Medienauftritte und so weiter. Sie wird sogar
häufiger angefragt für bestimmte Formate als ich. Ich werde für andere Formate dann wiederum häufiger angefragt. Du landest dann hier, ja. Ich lande dann hier und werde hier gegrillt und mache das gern, bewerbe mich hier für meine Partei. Ja, wir wollen ja auch, manchmal wollen wir ja auch regieren, so, deswegen ist das ja auch wichtig. Nee, aber Janine, jetzt mal ernsthaft, macht eigentlich einen sehr guten politischen Job, finde ich. Und sie ist eine total kluge politische Frau, auf den Punkt, auch in ihrem Denken, in der Geschwindigkeit, mit der sie politische Prozesse umsetzt, auch kommuniziert. Sie ist rhetorisch total stark. Sie bringt alles mit, sozusagen, für eine absolute Spitzenpolitikerin. Und ich sage das nicht, weil wir uns das Amt teilen jetzt oder nur aus Solidarität, sondern ich bin wirklich davon überzeugt, dass das so ist. Und natürlich aus Solidarität. Aber trotzdem wird sie in der Wahrnehmung zum Beispiel auf bestimmte Skandale zurückgeworfen. Ne? Also, und auch darüber wird vor allem berichtet in dem Zusammenhang. Ich finde im Übrigen, dass das was total also Antifeministisches hat auch. Ja? Die Frau hat sich erklärt und sie ist in diesem konkreten Fall die betrogene Frau in der Beziehung gewesen. Und der Mann war derjenige, der sie betrogen hat. Und dann hat man daraus einen Spin und einen Frame gedreht, der sie sozusagen in einem Licht hat erscheinen lassen. Und wenn sie sich öffentlich erklärt, glaube ich dieser Erklärung erstmal. Und die war eindeutig. Aber trotzdem wurde ein Spin daraus gedreht, der sie in einem öffentlichen Licht hat erscheinen lassen, was echt absolut nicht okay ist. Und das meine ich, da werden Frauen in der Öffentlichkeit nochmal andere Attribute zugeteilt und so weiter und so fort. Dann wird das auf eine andere Ebene gezogen und nicht auf einen politischen Konflikt zum Beispiel und die Frau nicht als politischer Akteur, sondern als Frau in der Politik vielleicht dargestellt. Und das halte ich für ein Kernproblem des Mediensystems und ein Kernproblem tatsächlich auch für, ehrlich gesagt, demokratische Entwicklung. So, und wir versuchen das miteinander total kollegial. Wir besprechen uns, teilen uns die Aufgaben. Mach du das, machst du die Pressekonferenz, wer vertritt das Thema nach außen und so. Also das ist sozusagen, was ich da leisten kann auch. Und ich glaube, wir harmonieren tatsächlich gut als Team an der Stelle auch. Ja. Spannendes Thema, würde ich gerne weiterreden, aber ich weiß, ich habe zwei Fragen freigekriegt. Und vielleicht passt das ja auch ganz gut dazu. Eine zweite Frage, die ich mitgebracht habe, ist eine sogenannte Wunderfrage. Kennst du das sowas? Nein, sag, was ist eine Wunderfrage? Eine Wunderfrage ist, also stell dir vor, ich wäre jetzt die Tuntenfee. Ich bin jetzt hier reingeschwebt, habe jetzt einen Zauberstab, den Margot mir hinter der Bühne gegeben hat und damit überstreue ich dich jetzt mit Glitzer. Und du hast einen Wunsch frei und mit diesem Wunsch kannst du jetzt grundlegend etwas in deiner Partei verändern. Und zwar jetzt und sofort. Jetzt und sofort. Was wäre das? Ja, wir sind die coole, überzeugende und sozialistische Partei, die bei 15% in Umfragen steht, ich will bescheiden sein, die wir eigentlich sind und die wir eigentlich auch verdient haben an dieser Stelle. Und was würdest du in der Partei ändern, damit das erreicht? Ich würde mir ein bisschen mehr Harmonie und Klarheit darüber wünschen, was eigentlich das politische Projekt ist, also die Funktion nochmal neu beschreiben der Partei, welche Rolle wir in der Gesellschaft spielen, ja nicht für uns, also ist ja kein Eigenzweck, sondern tatsächlich der Interessenvermittlung, der Interessenvertretung, weil, das ist ja vorhin schon gesagt von euch beiden tatsächlich, es braucht in dieser Zeit eigentlich eine starke linke Partei, die Probleme von links bearbeitet. Und dann schlägt sich der Bogen zu dem Thema vorhin, also wie kann eine klare Kommunikation nach außen funktionieren? Ja. Ja, wo es auf die Inhalte geht und nicht um persönliche Befriedigung von Klatsch und Tratsch oder sowas. Ja. Das heißt, ja. 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 Ich will jetzt nicht zu ernst werden, weißt du, ich würde jetzt uns zu ernst Das ist so viel Einigkeit, das bin ich gar nicht gewohnt normalerweise, kloppen sie sich immer jetzt hier an der Stelle. Dann lassen wir das dieses Mal halt einfach mal weg, ist ja in Ordnung, nein, ist ja super. Ich habe auch ein Thema, du darfst jetzt erstmal deinen Tee natürlich hier frisch machen an der Stelle. Und ich wende dir so leicht den Rücken zu, was sehr, sehr unhöflich ist. Ich bin das gewöhnt, kein Problem. Ich mache das sehr, sehr ungerne, aber die Bühnensituation ist halt sehr, sehr ungünstig jetzt hier an der Stelle. Ich möchte ganz kurz mit dir über das Thema Die Linke in Europa sprechen. Ist ja vielleicht auch ein Thema, wo du dich auch mit einklinken kannst, wo du sagen kannst, da fällt mir was ein, aber erstmal fällt mir das Mikrofon raus. Du bist zum Parteivorsitzenden in Deutschland gewählt worden, jetzt erst einmal, aber du bist auch Fraktionsvorsitzender der
linken Fraktionen, der linken Parteien im Europaparlament. Du selbst bist proeuropäisch? Ja? Ja. Ja, okay. Ja. Das ist eine Frage, weil das ist jetzt bei der Linken in Europa jetzt nicht unbedingt einheitlich. Also ich sag mal so, Österreich und Frankreich, da gibt es schon mal öfter kräftigen Gegenwind gegen die EU. Und Griechenland, Schweden, Portugal, die machen erst gar nicht mit bei euch in der Fraktion. Die haben was Eigenes gegründet irgendwie. Was ist da los? Also Griechenland mit Syriza ist bei uns in der Fraktion vertreten, also der Partei von Alexis Tsipras. Und die sind sehr, sehr klar pro-europäisch. Wir haben auch eine schwedische Partei bei uns, die immer noch ein bisschen EU-skeptischer ist. Und wir haben zwei portugiesische Parteien bei uns, wovon eine eher EU-skeptischer ist und eine sehr pro-europäisch. Von daher umfassen wir schon, ich sag mal, die ganze Facette der europäischen Linksparteien, die sind bei uns in der Fraktion organisiert. Und die kommen aus verschiedenen Traditionslinien, das ist ganz klar. Wir haben zum Beispiel sehr starke feministische, sozialistische Parteien wie Podemos bei uns. Die sind super, ehrlich gesagt. Die haben ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, an den Frauenstreik in Spanien. Die haben 5 Millionen Frauen auf die Straße gebracht. So am 8. März, vor, ich glaube, 2 Jahren waren das. So, die sind bei uns, die machen eine total gute Politik. Unsere schwedische Abgeordnete, die ist tatsächlich auch an dieser Frage der Istanbul-Konvention super aktiv, Bekämpfung der LGBT-freien Zonen in Polen, also die polnische Regierung unter Druck setzen, Ungarn sozusagen mit den Lehrbüchern, wo im Grunde genommen Diversität gestrichen werden soll und so. Also wir haben da einen klaren Fokus an der Stelle und wir sind eine durchaus kontrovers diskutierende Fraktion. Aber vor dem Hintergrund, dass die aus allen Ländern kommen und unterschiedlichen Traditionen, machen wir da eigentlich eine ziemlich gute, klare Politik. Finde ich trotzdem interessant, dass du sagst, von wegen, dass da Polen zum Beispiel unter Druck gesetzt wird. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, eigentlich die Linke gibt sich ja oder ist ja pro-queer, wie du selber auch sagst, traditionell aber witzigerweise eher eng genau mit Russland, mit Polen, mit Ungarn verbunden, was nun wiederum stark homophobe Länder eigentlich sind. Wie funktioniert dieser Widerspruch dann irgendwo? Ja, das ist tatsächlich auch unterschiedlich. Also die skandinavischen Parteien, die bei uns organisiert sind, sind total russlandkritisch, berechtigterweise, finde ich. Und das trifft auf viele der neueren linken Parteien zu. Und es gibt halt ein paar traditionelle Linksparteien, die eine eher traditionelle Anbindung oder Ausrichtung in der Analyse sozusagen dessen haben, wie die Welt funktioniert. So. Und da ist natürlich dieser Angriffskrieg, hat da wie eine Bombe eingeschlagen, so logischerweise, also dieser fürchterliche Angriffskrieg, weil der ja alle Gewissheiten in Frage stellt, die man vielleicht vorher auch hatte, wenn man einer solchen Partei entstammt. Und ich will auch nicht verheimlichen, dass in meiner Partei natürlich da kontrovers diskutiert wird und unterschiedliche Positionen existieren. Aber wir schon sehr, sehr deutlich machen, Manon Aubry im Übrigen leitet die Fraktion mit mir gemeinsam, also auch da teilen wir uns die Funktion paritätisch sozusagen. Und Manon ist eine Französin und wir beide machen immer sehr deutlich, dass wir eine russlandkritische Position haben, dass dieser Angriffskrieg überhaupt nicht in irgendeiner Form zu akzeptieren ist und dass die Solidarität natürlich der ukrainischen Zivilbevölkerung der Ukraine zu gelten hat und auch allerdings den Russinnen und Russen, die sich auf die Straße trauen und gegen Putin demonstrieren an der Stelle. Darf ich das? Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist ja das Spannende. Also ich sage mal, das ist eigentlich das Beste, was man politisch machen könnte, wäre den Widerstand in Russland zu stärken, oder? Ja. Also das ist jetzt so eine ganz private, wo ich immer dann denke, so, hey, eigentlich wir nicht die Möglichkeit, diese Menschen, die wirklich sich trauen, unter diesen schwersten Zuständen im Land zu bleiben, Widerstand zu machen, auf die Straße zu gehen. Und das ist meiner Meinung nach eine der wenigen Chancen, diesen Krieg irgendwie zu beenden, indem das Volk wirklich aufbegehrt. Das sehe ich tatsächlich auch so, dass der innere Druck in Russland größer werden muss, um Putin zum Einlenken zu bewegen. Das kann einerseits über den Machtapparat passieren, also dass die Oligarchen sich von ihm abwenden oder die Militärs und so weiter. Oder aber der Druck in der Bevölkerung wird so groß. Ich will nur zu bedenken geben, dass zum Beispiel die deutschen politischen Stiftungen, also auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ja meiner Partei nahesteht, von Putin während der Krieg lief, also nach Beginn des Krieges, alle außer Land geworfen worden. Die dürfen keine Arbeit mehr mit der russischen Zivilgesellschaft leisten, eben gerade damit dieser Prozess behindert wird. Die russische Regierung hat dem versucht, einen Riegel vorzuschieben, Putin hat dem Riegel vorgeschoben. Deswegen ist es im Moment schwierig für uns in irgendeiner Form tatsächlich Zivilgesellschaft zu erreichen und auch zu stärken. Solidarität ist da sozusagen, also auch der Ausdruck von Solidarität und das Bekenntnis
dass diese Regierungspolitik und dieser Krieg ein Verbrechen sind, ist da, glaube ich, das Wichtigste, was man im Moment leistet. Mhm. Ihr habt ja bei euch ohnehin auch in der Linkspartei sehr, sehr viele Russland-ExpertInnen mit drin. Über die eine haben wir schon gesprochen heute. Die hat ja noch 4 Tage vor dem Angriffskrieg wortwörtlich bei Anne Will gesagt, Russland hat überhaupt gar kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren. 4 Tage später schon obsolet. Das ist eines der meistgeteilten Videos auf meinem Facebook-Profil. Gysi warnte, dass Russland militärisch nicht zu schlagen sei. Die Ukraine beweist ja nun mittlerweile wirklich das Gegenteil. Woher kommt diese Kompetenz? Also, das war natürlich eine wirkliche Meisterleistung, internationale Beziehungen, die Kriegsgefahr so fehl einzuschätzen, so kurz vorher. Haben auch nicht viele in der Partei gemacht. Wir haben natürlich uns die Frage gestellt, was da passiert und wie eine politische Reaktion auszusehen hat im Parteivorstand. Und ich glaube, was Gregor Gysi an der Stelle meint, zweite Anmerkung, bezieht sich vor allem darauf, dass Russland eine Atommacht ist. Da sagen ja viele, und ich halte das für falsch, dass Atommächte militärisch nicht zu bezwingen sind. Aber die Geschichte der Menschheit, seitdem es Atommächte gibt, oder die kriegerische Geschichte der Menschheit, lehrt uns, dass Atommächte zu bezwingen sind. USA in Vietnam, Frankreich in Vietnam, Sowjetunion in Afghanistan und so weiter. Es gibt also viele Beispiele, jetzt, als sie sich alle aus Afghanistan auch nochmal zurückziehen mussten, die Koalition der Willigen und der Führung der USA. Es gibt Beispiele dafür, dass Atommächte einfach Kriege verlieren können. Und von daher halte ich das für eine falsche Analyse an der Stelle auch. Ja. Ist ja auch die Frage, inwiefern, also die Atombomben wirken als Drohpotenzial, aber sie wirken im Endeffekt dann nicht mehr als Waffe, wenn sie eingesetzt worden sind, weil dann ist das Drohpotenzial weg. Und dann gibt es halt auch kein Halten mehr an der Stelle, ist ja die Frage. Putin hat ja nun einen souveränen Staat überfallen, droht einen ganzen Kontinent mit einem Nuklearangriff, nimmt die Kornkammer Europas in Gase, Kriegsverbrechen, Atombombe, Welthunger. Ein verlässlicher Ansprechpartner sieht definitiv anders aus. Weshalb gibt es trotzdem Positionen innerhalb, gerade innerhalb der Linkspartei natürlich, die das völlig anders sehen und nicht sehen, was ein Großteil der Bevölkerung sieht? Ich würde da differenzieren zwischen der Notwendigkeit, mit Russland zu reden deshalb, weil man einen Frieden erreichen muss und der geht nur über Gespräche und Diplomatie an der Stelle, nachdem vielleicht das militärische Gleichgewicht sich verändert hat oder so, das wage ich nicht einzuschätzen. Weil aber an welcher Stelle möchtest du mit jemandem reden, der sagt, ich möchte nicht reden, ich habe dieses Ziel und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann können wir darüber reden? Aber das bleibt das Ziel. Ja, du hast ja die Kornkammer angesprochen. Ja. Das Getreideabkommen ist ja ein Ergebnis von Verhandlungen, vermittelt von den Vereinten Nationen und der Türkei. Zwischendurch wieder ausgesetzt, seit heute, glaube ich, darf wieder geliefert werden, seit gestern. Also genau, er nimmt es als Druckmittel. Ja klar, er nutzt das als Druckmittel, das muss man verurteilen, das habe ich öffentlich verurteilt. Aber trotzdem muss man gleichzeitig diplomatischen Druck ausüben, neben wirtschaftlichem Druck. Neben politischem Druck, neben der humanitären Unterstützung für die Ukraine, auch finanzieller Unterstützung und so weiter, muss es diplomatischen Druck geben, damit man aus der Kriegslogik und Kriegseskalation aussteigt. Wohlwissend, und ich bin da gar nicht naiv, dass Putin im Moment nicht verhandeln will und ich glaube, auf der ukrainischen Seite im Moment auch keine Verhandlungsbereitschaft vorhanden ist. Aber trotzdem muss man immer wieder diesen Versuch unternehmen, meiner Ansicht nach. Jetzt wird insbesondere durch die Linkspartei die NATO ganz besonders gerne mal als imperialistische Kriegstreiberin angefeindet. Ich habe irgendwie gerade einen Fussel im Mund, deswegen spreche ich so undeutlich. Nee, ich habe leckeren Tee hier. Das hier ist übrigens Lady Grey. Sehr lecker. Wie ist dein Darjeeling? Das schmeckt besser als der Earl Grey vorher, finde ich. Ja, gut. Guck mal an. Ja, ist gut. Ja? Ja. Was sagt dein Wasser? Hervorragend. Wir haben hier im BKA das beste Wasser überhaupt. Ich kann es nur schwer empfehlen. Aber noch viel, viel leckerer ist natürlich das Wasser mit Alkohol. Man nennt es auch Champagner. So, die NATO wird gerne so ein bisschen als Kriegstreiber gesehen. Und dabei hält sich jetzt die NATO in diesem Falle zum Beispiel als Organisation zum Beispiel aus diesem Krieg ja wirklich raus. Das dann als Aggressor zu betrachten, schwierig. Ja, in diesem Krieg ist doch die Frontstellung total klar. Putin ist der Aggressor, Russland hat die Ukraine überfallen. Und auch wenn es vorher eine Konfliktgeschichte gibt, wo die NATO sich gen Osten ausgedehnt hat und so weiter, ist das überhaupt keine Begründung dafür, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Das ist überhaupt keine Begründung dafür. Das ist einfach nicht okay. Sozusagen. Was ist denn das Problem einer NATO-Osterweiterung?
dass tatsächlich verschiedene Sicherheitsinteressen, zum Beispiel die Russlands an der Stelle oder auch anderer Länder, nicht miteinander verhandelt wurden, sondern Fakten geschaffen wurden in der Vergangenheit. Aber ein unabhängiger Staat kann ja frei entscheiden, ob ich jetzt zur NATO mitgehören möchte oder ob ich mich einem anderen Diktator potenziell von dem überfallen und aneignen lasse. Finde ich auch, aber Angela Merkel zum Beispiel hat den Wunsch der Ukraine, der NATO beizutreten, abschlägig beschieden, hat gesagt, das geht nicht, weil das so brisant ist und so heikel, das ist ja nicht meine originäre Position, sondern das ist ja Weltpolitik gewesen praktisch, die gesagt haben, das ist ein No-Go, damit da kein Krieg entsteht. Und das liegt ja offensichtlich, dem liegt ja offensichtlich eine Analyse der Region zugrunde auch und der Sicherheitsinteressen dort. Der Fraktionsvorsitzende Barsch hat auch davor gewarnt, dass die Lage nicht weiter mehr eskalieren darf. Wen könnte er jetzt da meinen? Wen und wer könnte da noch eskalieren? Wie könnte da noch eine Eskalation aussehen? Also ich befürchte, dass wir alle gar keine Vorstellung davon haben, wie weit so ein Krieg eskalieren kann. Und das liegt daran, dass wir seit, ich glaube, zwei Generationen, also unsere Familien zumindest in Frieden auf diesem Kontinent leben. Aber ich denke, dass es da noch etliche Eskalationen, das ist ein düsteres Thema, aber da gibt es noch etliche Eskalationsstufen. Wir hoffen alle nicht gemeinsam, dass die in irgendeiner Form da tatsächlich gezündet werden. Aber das, was jetzt zum Beispiel mit Angriffen auf die Infrastruktur passiert, ist ja eine weitere Eskalation. Die Drogen mit der Atombombe sind eine weitere Eskalation und so weiter. Und das ist ja alles noch, das ist ja alles noch irgendwie viel, viel weiter steigerbar. Und das ist halt das Problem, dass es dann ein internationaler Konflikt werden könnte, ein größerer internationaler Konflikt, der völlig außer Kontrolle gerät, wo man überhaupt keine diplomatischen Möglichkeiten mehr hat zu intervenieren. So, und deswegen jetzt Diplomatie und das Ding irgendwie möglichst, möglichst. Diplomatie jetzt konkret, worüber? Entschuldigung. Darf ich was? Ja, natürlich. Werfen? Ich stelle meine Frage zurück. Ja. Aber mir fällt immer dieses Mikro immer, wenn ich mich melde. Packst du die Jacke in die Innentasche vielleicht? Nee, das geht nicht. Setz dich drauf. Ich setze mich jetzt einfach drauf. darf ich nur nicht aufstehen? Nein, ist es nicht auch so, dass im Prinzip dieser Grundkonflikt oder auch das Eskalationspotenzial das ist, dass wir eigentlich im Moment einen Kampf von demokratischen oder demokratischen Bewegungen gegen antidemokratische Bewegungen haben. Also das ist das, was ich als Analyse in diese Situation erkenne. Ja, dass wir in Europa einer starken demokratischen Gesundheit, in Anführungsstrichen, sage ich mal so, uns bewegt haben über lange Zeit in einer hohen Selbstverständlichkeit. Und darüber ganz vergessen haben, dass wir ja doch durchaus auch von Ländern umgeben sind, die da eigentlich gar kein Interesse dran haben. Und die jetzt immer stärker werden. Also mit dem Erstarken von Putin und seinem Angriffskrieg sich ja auch anfangen zu solidarisieren oder unklar zu werden. Mhm. Ne? Also wenn wir dann an die Türkei, an Ungarn und was Belarus und so diese ganzen Geschichten gibt. Das ist ja eine ganz starke Macht von der antidemokratischen Bewegung, die ja ein direkter Angriff eigentlich ist auf unsere demokratischen Grundwerte. Ja. Also das ist die tatsächlich größte Gefahr, die ich sehe. Ja, ich stimme dir dazu, dass das auf jeden Fall eine demokratische Dimension auch hat, was da passiert, weil Macht in oligarchischen Händen sozusagen einfach personalisiert ist. Und dann über ein nepotistisches System an Familien weitergegeben wird. Nochmal über, auf Deutsch, ein System? Über, das war das wird dann vererbt sozusagen. Das wird dann irgendwie vererbt oder so ist die Idee. Ne? Aber eine oligarchische Machtklicke behält die Macht. Und dieses Prinzip von Machtausübung, wirtschaftlicher, politischer, militärischer etc. wird durch Demokratie in Frage gestellt. Ja, so. Ist auch nicht mehr so möglich in dem Umfang. Genau. Also geht auch, aber nennt man dann Filz. Ich noch einen Satz dazu fügen, weil das ist ja nicht nur außerhalb Europa oder also außerhalb der EU, sondern es passiert ja auch innerhalb der EU mittlerweile. Naja. Ist eine Riesengefahr. Eine Neofaschistin übt gerade die Macht in Italien aus, zum Beispiel. In Schweden haben sich die Konservativen von den Rechten ins Amt wählen lassen, werden von denen unterstützt und Orban und Morawiecki oder Kaczynski sind ja auch schon altbekannt. Also so, das Problem ist ja auch ein innereuropäisches mittlerweile, dass Demokratie entkernt wird. Ja. Jetzt ganz kurz die letzte Frage erst einmal in dieser Runde und zwar in einem Satz mit maximal zwei Kommata. und kein Und. ein linkes Europa, wie sieht das aus?
Das funktioniert vor allem demokratisch tatsächlich erstmal, indem das Parlament mitbestimmen kann, die Bürgerinnen und Bürger über Politik mitbestimmen können, dass seine soziale Kompetenz gesteigert hat, dass sich anlegt mit großen Konzernen, jetzt kommt das erste Komma, nee, dass Umwelt schützt, dass die Umwelt schützt, schreibe ich mit, dass sie im Frieden wart und jetzt setze ich einen Punkt. Alles klar, da waren ganz viele Semikolons mit dabei. Alles klar. So, ganz kurzer Hinweis natürlich an unsere ZuschauerInnen nochmal draußen im Livestream. Ihr könnt Online-Tickets kaufen unter www.bka-theater.de/ticket oder per PayPal unter der Adresse paypal.me/bka-theater in einem Wort. Wir kommen zum nächsten schönen Spiel. Ina, setz dich, magst dich zu mir aufs Sofa setzen? Ja. Ja. Wir müssen jetzt auf die Leinwand wieder gucken. Mach genau. Wir machen jetzt, wir haben heute den perfekten Titel dafür gefunden. Wer wird Ministerin? Aber wir haben noch das alte Logo, von daher spielen wir jetzt. Das passt ja auch super zur Linken. Wer wird Millionär auf unsere eigene Version? Ja, vielleicht bist du jetzt Ministerin. Ja, okay. Also, was wird hier auf dieser Grafik dargestellt? Damit fangen wir mal an. Wir kriegen immer Grafiken gezeigt. So, auf dieser Grafik wird dargestellt entweder A, die Luftverschmutzung in Deutschland, B, die Lunge von Helmut Schmidt, C, die Hauptenergiequelle, ne, oder D, das Ergebnis der Bundestagswahl 2017. Martin, ja, du darfst anfangen. Ich würde sagen, ja, das ist D. Bist du sicher? Nein, sicher bin ich nicht, aber... Guck mal, Hauptenergiequelle wird doch auch ungefähr hinkommen. Überall Kohle, ne? Einmal da im Osten gibt es ganz viele Wasserkraftwerke. Und, ja, ja, ich bleib mal... In Hessen brennt die Luft. Also ist. Ja. Ina, was sagst du? Oh, schwer. Also ich schwanke zwischen A und C. Zwischen A und C? Mhm. Bist du sicher, C? Ne, eher A. Energiequelle. Was? Nochmal. Luftverschmutzung. Luftverschmutzung und das und C, Energiequellen? Oder lieber D, Bundestagswahl 2017? Ja, in Bezug Hinweis. Auf was? Auf die Grafik da oben. Ja, aber... Ina hat recht, es ist D, die Bundestagswahl 2017. Sag ich doch. Ja, aber die Anzahl der Stimmen oder die Anzahl der... Ja, wer die Landkreise gewonnen hat entsprechend. So, so in Bezug auf... Okay, gut. Ich habe es vielleicht nicht gut genug erklärt, ja, das ist in Ordnung. Genau. Und du als Politiker bist natürlich voll drin im Thema. Wir kommen zur nächsten Grafik. Was wird hier dargestellt? Die monatlichen Gewinne von Amazon, der Wasserstandpegel Rhein, der DAX oder Margots Gewicht? Das ist eine Unverschämtheit. Also jetzt darf ich jetzt nicht mehr D sagen. Jetzt darfst du anfangen. Du darfst alles sagen. Alle Buchstaben frei. A. Du sagst? Dann sage ich C. Du sagst C, es ist wahrhaftig C. Martin hat da recht. Ja. Ja, das ist so, ja, erschreckend. Wir kommen zur nächsten Grafik. Was wird hier dargestellt? Der Fleischkonsum in Deutschland, die Geburtenrate in Deutschland, Hypothekenzins in Deutschland oder Schulabbrüche in Deutschland? Oh. Ja. Wir haben extra Jahreszahlen drangelassen als Hinweis. Die Jahreszahlen deuten auf die Geburtenrate hin. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es auch der Zins. Ich sag mal Geburtenrate. Sagst Geburtenrate. Ina, was sagst du? Ja, ich bin auch bei der Geburtenrate. Du bist auch bei der Geburtenrate. Und es ist die Geburtenrate in Deutschland, sage und schreibe. Ja, genau. Dann 4. Was haben wir hier? Na, mal gucken. Ist das der Gaspreis in Deutschland? Der Ölpreis in Deutschland? Der Bierpreis in Deutschland? Oder die Einschaltquoten von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Jetzt darf Ina wieder anfangen. Vielleicht harmonisiert das alles miteinander. Nein. Okay. Geht das dann am Schluss dann nach oben oder nach unten? Ich sehe das nicht. Das geht ganz schnell nach oben, so richtig schön hoch. So richtig, ja, ganz nach oben. Ja, ja. Bierpreis, Einschaltquoten, gehe ich dann davon aus, dass es nicht so ist. Das heißt, Ölpreis oder Gaspreis. Dann würde ich sagen, das ist der Ölpreis. Der Ölpreis. Martin? Gaspreis. Du sagst Gaspreis, damit hat Martin recht. Ja, ja, leider. Du hättest übrigens einen Joker, du nicht, du hast mich. Genau. So, so, dann sagen wir eine kurze Pause, jetzt einfach mal ganz kurz durchatmen. Ist es zu schwierig, das Spiel? Oder nein, 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 nein. Ja? So. Hättet ihr es gewusst bisher alles?
Ja, insbesondere die Lunge von Helmut Schmidt. Also gut, ich muss mehr nach da gucken. Ich sehe schon, die nicken alle so. Ach so. Ah, alles klar. Okay, gut. Da würde ich mal vorschlagen, zweite Runde. Nee, da haben wir jetzt den Jingle erstmal. Also sag mal. So. Beim nächsten Mal kommen noch die Scheinwerfer so mit gruseliger Stimmung. Und dann machen wir auch den Telefonjoker. Was ist das hier? Das ist das Logo der Eröffnungsrunde. So, was wird hier dargestellt? Die Anzahl der Clubhouse-Userinnen, Covid-19-Impfquote 2022, 9-Euro-Ticketverkauf im Juli oder die Einschaltquoten von Wetten, dass? Das ist die falsche Grafik, höre ich gerade. Inflation. Entschuldigung, ist ja völlig irritiert. Was ist das denn hier? Inflationsrate, Verschuldung. Ah, Entschuldigung. Inflationsrate Deutschland, Verschuldung vom Land Berlin, Anzahl der Klapperstörche in Deutschland oder PKW-Neuzulassungen? Ja, habe ich schon gesehen. Ja, genau, richtig. So. Jetzt ist Martin wieder da. Als erstes? Dann würde ich, also das ist jetzt die richtige Grafik. Das ist die richtige und die richtigen Antworten stehen drunter. Würde ich sagen, es ist die Inflationsrate in Deutschland, die da dargestellt wird. Ina? Oder die Verschuldung vom Land Berlin. Ja, mir geht ja auch steil nach oben, ne? Du bist auch zum Zweifel. Ja, aber nee, geht jetzt so ein ganz bisschen runter da hinten, so ein ganz bisschen. Ja, also es ist bei B. Die Inflationsrate in Deutschland ist es leider. Aber es ist wirklich, die haben es extra deshalb so ausgesucht. Wollen wir die davor noch machen oder machen wir einfach mit der nächsten weiter? Svenny? Super, Svenny hat mittlerweile eine etwas andere Stimme bekommen. Wir machen mal die davor. Ich finde die sehr, sehr schön, ehrlich gesagt. Ich finde die super schön. Gehen wir zu einer. Was wird hier dargestellt? Die Anzahl der Clubhouse-Userinnen, ich habe es ja angekündigt. Der Covid-19-Impfquote 2022. Der Verkauf des 9-Euro-Tickets im Juli und ein bisschen hinaus. Oder die Einschaltquote von Wetten, dass? Puh. Puh. Ja, das ist gut. Ich gucke jetzt mal ins Publikum. Ja, große Zweifel. Zu Hause darf auch mitgeraten werden. Die richtigen Lösungen, die richtigen Buchstaben ergeben in der richtigen Reihenfolge ein Lösungswort. Das schicken Sie bitte an das ZDF in 65 Mainz 500. Nee, Mainz hat eine neue Postleitzahl, habe ich gehört. Weiß ich nicht mehr. Suchen Sie es raus. Googeln Sie einfach mal. Steht alles im Internet. Ina, was ist los? Ja, ich habe jetzt so kleine Tipps aus dem Publikum bekommen. Ja. Was sagt das Publikum? Beim Preis, ich teile also mein Mineralwässerchen dann nachher mit euch, wenn es stimmt. Alles klar. B. B, sagst du? B? Wow. Das ist interessant. Ich würde auf C tippen. Du tippst auf C und es ist. Antwort D, die Einschaltquoten von Wetten, dass unser Thomas Gottschalk. Ja, muss man da auch mal raussuchen, oder? So, wir machen die nächste Statistik noch. So, oh, was wird hier dargestellt? Die Lehramtsabsolventinnen in Berlin, Herstellung von Konsummilch, Einbürgerungen in Deutschland oder PKW-Neuzulassungen in Deutschland? So, Martin, du darfst doch mal anfangen. Puh, das ist schwierig. In Deutschland. In Deutschland. Mhm. Ja. Ich kann es auch schon überlegen. Ja, ich würde sagen, das sind die. Oh Gott, echt, das ist ja hart. PKW-Neuzulassung, sage ich. Und Ina, was sagst du? Lehramtsabsolventin. Ja. Und du hast natürlich nicht recht, es ist die Herstellung der Konsummilch. Von daher, jetzt wunderbar, es hat Spaß gemacht mit euch. War super. Ja. So, total, also, kann ich wieder zum Schein werfen? Du darfst wieder zum total warm hier übergehen. Ja, genau. So. So, und ja, genau, gewonnen hat Ina Rosenthal mit 2 Punkten. Und wenn man -3 dazu zählt, hast du 5 Punkte, aber Ina hat trotzdem gewonnen. So, herzlichen Glückwunsch. Du hast natürlich gewonnen. So, jetzt geht es eigentlich auch schon um die letzten Worte. Insgesamt, Ina, ich würde vorschlagen, möchtest du erst letzte Worte ans Publikum noch richten? Letzte Worte ans Publikum? Ja, damit die es gleich nämlich entscheiden können, ob du ins Schattenkabinett einziehen darfst oder nicht. Ja, total gern. Also, es hat mir großen Spaß gemacht mit euch hier heute. Hat mir durchaus einiges abverlangt, mich in diesem gleißenden Scheinwerferlicht vor euch zu präsentieren. Und ich hoffe, dass ihr mir vielleicht das Vertrauen schenkt, im Schattenkabinett dann mitzuwirken, weil ich denke, dass in dem Schattenkabinett durchaus eine Portion Radikalität einer linken Partei
gut vonnöten wäre. Und von daher bitte ich um euer Vertrauen. Wer mich kennt, weiß ja, ich bin ja äußerst ausgeglichen. Ina, du darfst jetzt noch eine Empfehlung abgeben, ob du sagen wirst ja, nein und einen Halbsatz noch dazu. Ein Halbsatz? Ohne Komma. Ohne Komma. Ja. Das dauert halt viel zu lange hier. Ein Halbsatz. Okay, also der Halbsatz, Demokratie muss man aushalten, Demokratie lebt von Vielfalt, Punkt. Ja, du wolltest keinen sinngebenden ganzen Satz haben, den hast du jetzt. Du sollst eine Empfehlung also, abgeben. Also ich empfehle, Empfehlung ja, ich ist. Empfehle, ich empfehle, naja, er hat gerade seine Radikalität betont. Martin, und ich finde, sie wenn hasst man. Dich. Nein, hasst den Eindruck hatte ich nicht. Ich war so wir haben uns total gut unterhalten. Ja. Nein, ich empfehle eindeutig die Aufnahme ins Schattenkabinett. Ja, das ist eine völlig andere Aussage als Demokratie muss man aushalten. Ja, du hast. Entschuldige mal. Nein, nee, ich Charaktere auf. Ja, also, verschiedene Charaktere. Ich durfte nur einen Halbsatz sagen, sonst hätte ich gesagt. Ich finde, auch im Schattenkabinett ist es total wichtig, dass wir eine ganz bunte Vielfalt zwischen Radikalen, Linken, Rechten, die Konservativen brauchen wir von mir aus nicht, aber die muss ich ja als Demokratin auch aushalten, also brauchen wir die auch. Also wir haben ja hier schon liberale Mittelpunktspolitiker. Ja, ich weiß schon, wer keinen Posten bekommen wird, Ina. So, also. So, ihr Lieben, jetzt seid ihr dran. Mit Applaus dürft ihr jetzt abstimmen. Wer ist der Meinung, dass Martin es nicht verdient hat, ins Kabinett einzuziehen? Bitte jetzt applaudieren. Das wird spannend. Es gibt kein Unentschieden. So, bitte jetzt applaudieren, wenn der Meinung seid, Martin soll einziehen. Lieber Martin, ich würde sagen, das war ein knappes Unentschieden, aber ich sag mal so, nimm dir mal nichts vor, auch wenn wir im Februar wahrscheinlich in Berlin nochmal nachwählen dürfen, aber sieht ganz gut aus. So, ich möchte ganz kurz auf den nächsten Termin natürlich noch hinweisen. Das nächste Schattenkabinett, unser nächstes Bewerbungsgespräch findet statt am 29. Januar. Bitte jetzt schon im Kalender notieren, wen wir dann hier zu Gast haben werden, darf ich jetzt noch nicht verraten, aber es wird wieder wahnsinnig spannend. Wir haben ja immer PolitikerInnen aus der ersten Riege, wie man auch heute wieder sieht. Ein ganz großes Dankeschön geht natürlich jetzt an den ganzen Laden hier, die das alles organisiert haben. Für die Redaktion bedanke ich mich ganz recht herzlich bei der Travestie für Deutschland, insbesondere bei Buffy, für die Comiczeichnung von mir bei Comic C, für Bühnenbild, Kostüm und Animation bedanke ich mich bei David. Und ein ganz großes Dankeschön geht natürlich auch an die ganzen BKA-Mäuse am Einlass, am Tresen, im Service, im Büro, im Backstage. Und ein ganz großartigen Applaus bitte jetzt für diese zauberhafte, süßeste Showtreppe der Welt mit 3 Stufen an Rolfi. Das hat er extra für mich gemacht. Das ist so eine süße Maus, wirklich. Natürlich, das Licht hat die wunderbare Julia gemacht. Den Sound. Benni, den Chef von Sianze natürlich, Uwe Berger. Titellied, Komposition und Arrangement ist von Rainer Bielfeld, Text ist von mir. Und ich war auch die Außenreporterin, hat man vielleicht irgendwie erkannt, sah ein bisschen ähnlich aus, mir selbst, faszinierend. Und einen ganz großen Applaus geht natürlich an unsere wunderbaren beiden Gästinnen, nämlich Ina Rosenthal und Martin Schürdemann. So, kommt nach vorne, wir verbeugen uns ganz kurz. Ja. Verbeugen einfach so. Ihr applaudiert, bis wir abgegangen sind. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.